Herzlich willkommen zum Bits und Bäume Panel zu Technikgestaltung im Sinne von Nachhaltigkeit. Was? Ja. Ah, sehr gut. Okay, Menschen eine Stimme geben, großartig. Also, herzlich willkommen zum Bits und Bäume Panel für Technikgestaltung im Sinne von Nachhaltigkeit und Selbstbestimmung. Wir werden jetzt mit vier sehr spannenden Gästinnen die nächsten anderthalb Stunden verbringen. Und zwar haben wir uns so ausgedacht, so ein Format, wo wir einmal so ungefähr eine halbe Stunde erstmal eine Vorstellungsrunde machen und dann so Takes, also Inputs aus den jeweiligen Perspektiven. Dann gibt es ein kleines Gespräch, wo ein paar Sachen, die ich mega spannend finde und die wir diskutieren sollten, besprechen miteinander. Und zum Schluss öffnen wir das aufs Publikum, also wenn dann Fragen oder Kritik, die wir dann diskutieren können, kommen, dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit übrig. Und bevor wir die Runde machen, mache ich eine kleine Vorstellung. Ich fange mal auf der Seite da drüben an. Konstanze Kurz, im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit unterwegs, insbesondere auch hinsichtlich der Bedeutung von IT-Technologie für die Gesellschaft. Sie ist selber Hackerin und promovierte Informatikerin, auch Autorin für diverser, sehr bekannter und auch sehr guter, muss ich sagen, Sachbücher, ist außerdem in der Redaktion für Netzpolitik.org, auch ein sehr schönes Medium für digitalpolitische Nachrichten. Sie hat allerdings hat auch schon viel Hochschullehre gemacht, hat LehrerInnen selber ausgebildet bei der Informatik, kritischen Informatik. Sie ist außerdem noch Sprecherin des CCC. Und also herzlich willkommen. Danke, Konstanze, dass du heute konntest. Explizit für diese freundliche Einleitung. Danke, Rainer. Genau, dann haben wir als nächstes Christina Hatters, Fachreferentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter bei Amnesty International, Sektion Deutschland. Sie war vorher Referentin bei der Gesellschaft für Informatik und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei dem Hertie Center for Fundamental Rights. Sie arbeitet hauptsächlich zu Überwachung, Plattformregulierung, KI und Exportkontrolle. Und dann herzlichen Dank, Christina, dass auch du die Zeit gefunden hast. Ja, danke für die Einladung. Dann haben wir Melanie Jäger-Erben. Sie ist Soziologin von der Profession her, insbesondere Fokus auf Technik und Umweltsoziologie. Hat viel gearbeitet, zum Beispiel zur Repair-Bewegung oder jetzt zur Konzeptionalisierung von nachhaltiger Technologie. Sie hat jetzt die Professur für Technik und Umweltsoziologie an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Richtig? Mhm. Korrekt, gut. Herzlichen Dank, schön, dass du da bist. Genau, und zum Schluss Kirsten Bock. Sie ist Juristin im Bereich Datenschutz und auch aktiv im Bereich Rechtsphilosophie. Sie ist tätig im unabhängigen Landesdatenschutzzentrum Schleswig-Holstein. Das ist eine Datenschutzaufsichtsbehörde. Im Bereich auch internationale Zertifizierungen. Sie ist auch im European Data Protection Board und beschäftigt sich viel auch mit so Melderecht und Ausweissystemen. Und sie sitzt, was mich auch sehr freut, im Beirat der Regierung, glaube ich, für die Registermodernisierung. Was ich sehr schön finde, dass da auch Datenschutzexpertinnen wie Kirsten Bock dabei sind. Also Kirsten, danke schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Okay, also diese Diskussion oder nicht die Diskussion, sondern das Thema Technikgestaltung ist ja ein sehr breites Thema. Ich würde da mal kurz auch beschreiben, was damit hier gemeint ist, dass wir so ungefähr so einen grundsätzlichen Rahmen haben und ein gemeinsames Verständnis davon. Also IT-Gestaltung oder Technikgestaltung ist in der Hinsicht gemeint, dass Technologie nicht, wie es manchmal so klingt, so Digitalisierung bricht über uns herein oder es ist ein Trend oder es ist eine Entwicklung, die passiert, als wäre es eine Naturgewalt und dann muss man sich noch in Deckung bringen. Wir mit der Idee von Bits und Bäume insgesamt aber sagen natürlich, nein, diese IT ist Technologie und die kann gestaltet werden, die kann geformt werden und zwar in der Hinsicht, dass sie unsere Zwecke
unsere Zwecke verfolgt. Und das kann auf ganz verschiedenen Ebenen sein. Das wird auch hier abgebildet durch die Verschiedenartigkeit der Speakerinnen. Das kann sowohl die konkrete IT-Gestaltung sein, indem wir Systeme programmieren, technisch direkt tätig werden oder existierende Systeme umwidmen und zweckentfremden. Das kann aber auch weiter höher sein, über Design der Systeme oder auf einer sehr politischen Ebene auch die Regulierung von Techniknutzung, Technikgestaltung. Einerseits könnte man sagen, hinsichtlich dessen, was wir haben wollen, also sozusagen Wünschenswertes, aber auch rote Linien, welche Art von Technologie wir nicht haben wollen, nicht gestalten wollen oder auch nicht weitergeben. Und der Fokus daher ist auf ökologische und soziale Zielstellungen von Technikgestaltung. Und dann würde ich jetzt bitten, einfach so kurze Inputs zu geben. Und zwar machen wir das erst mit Melanie, dann Konstanze, dann Kirsten und dann Christina. Dann, auf geht's und ich freue mich sehr. Ja, ich lege gerne los. Kann man mich hören? Ja. Ja, wunderbar. Ja, als Soziologin guckt man sich ja Dinge immer gerne grundsätzlich an und mein Schwerpunkt, wenn man das Schwerpunkt nennen kann, weil es ein Riesenfeld ist, ist ja die Interaktion zwischen Technik, Gesellschaft und Umwelt. Und ganz grundsätzlich, und das wissen wir ja alle, ist menschliche Evolution ja eben auch eine technische Evolution und technologische Evolution. Das heißt also, der Mensch hat seine Möglichkeiten, seine soziale Ordnung, seinen Zugriff auf Natur und Umwelt ja immer über Technologie gestaltet. Ja? Und je mehr wir fortgeschritten sind in der menschlichen Evolution, umso massiver ist dieser Zugriff geworden. Das heißt also, Technik ermöglicht uns einen Zugriff auf die Welt und ermöglicht uns quasi unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und wir sind jetzt in einer Zeit, in der das aber schon seit langerer Zeit eigentlich problematisch geworden ist. Also Technologie, so wie Technologie unser Verhältnis, also das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Umwelt gestaltet, ist problematisch geworden. Das sehen wir ja an den vielen Folgen, die es hat. Ja, so angefangen von Ungleichheit bis hin zum Klimawandel, bis hin zu Großereignissen, wo Technologie einfach Katastrophen erzeugt, ja, also wo Katastrophen, also wie bei den Atomkatastrophen, die passiert sind. Und das Problem ist, glaube ich, das Großproblem dahinter ist eigentlich, dass Technik eine Art Kopplung mit der Umwelt ermöglicht, in der wir eigentlich die Rückmeldung gar nicht mehr kriegen. Ja, also ihr kennt euch ja alle mit Systemtheorie so ein bisschen aus, würde ich sagen. Ja, also ihr seid alle Menschen, die in Systemen denken können. Und in Systemen ist ja immer wichtig, dass die so gestaltet sind, dass die Rückkopplungen funktionieren. Ein gesundes System hat gesunde Feedbacks und Rückkopplungen. Ja. Und so wie wir mit unserer Technologie gerade auf Umwelt zugreifen, funktionieren die Rückkopplungen oft nicht. Also wir merken zum Beispiel nicht, wenn Ressourcen übernutzt werden, wir merken nicht, wenn Umweltschäden entstehen, wenn Kipppunkte entstehen und wenn dann eben auch Kettenreaktionen entstehen. Ja, also das sozusagen als eine Art übergreifende Diagnose. Das heißt also, die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, ist, wie diese Beziehung zur Umwelt, also oder das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Umwelt eigentlich durch Technologie so gestaltet werden kann, dass diese Rückkopplung noch besteht, dass eine Beziehung entsteht. Ja? Also nicht eine einseitige Beziehung, in der Gesellschaft immer nur auf Natur zugreift oder eben auch Teile der Gesellschaft auf andere Teile der Gesellschaft zugreifen, sondern eine Rückkopplung, in der das halt sozusagen wieder ins Gleichgewicht kommt. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, ja? Aber im Endeffekt kann man vielleicht sagen, dass alle Großtechnologien, ja, die, also wir haben, ich bin ja in der WTU, also in Cottbus, da ist die Lausitz, das ist die Kohleregion. Und wenn man da mal anschaut, wie diese riesigen Kohleabbaugebiete gestaltet sind, dann sieht man wirklich Wahnsinn. Also die größten Maschinen der Welt stehen da. Ja? Also die erlauben einen Zugriff auf Natur, wo wir eigentlich gar nicht mehr sehen, was das sozusagen für Folgen hat. Also da werden riesige Löcher gegraben, da wird sozusagen in jede Sekunde ganz viel Erde umgewälzt. Das sind also sozusagen Zugriffe, die die menschliches Handeln vermillionenfachen. Und das Problem ist halt, dass diese Technologie eigentlich so eine Entfremdung erzeugt. Ja? Also das heißt, wir kriegen gar, also das Verhältnis von dem, was diese Technologie auslöst, kriegt man gar nicht mehr so mit. Ja? Ein anderes Problem ist, dass es eher ein soziales Problem ist, dass Technologieentwicklung oft ein sehr elitäres Projekt ist. Ja, also immer dann, wenn man versucht, eigentlich selbst Technologie zu gestalten, stößt man ja sehr schnell an Grenzen. Ja, man hat bestimmte Zugriffe nicht, hat bestimmte Möglichkeiten nicht, man hat bestimmte Informationen nicht, man hat bestimmte Hardware auch nicht, weil eben Technologieentwicklung oft als eher elitäres Projekt
läuft, was vor allen Dingen diejenigen Personen steuern, die Produktionsmittel haben. Das heißt also, eigentlich ist Technologieentwicklung oft antidemokratisch. Und damit beschäftigen wir uns ja hier in diesen Tagen auch viel mit der Demokratisierung von Technologieentwicklung. Und ich glaube, das führt zu meinem letzten Punkt, sage ich mal, dass es eigentlich spannend wäre, sich neben den ganzen Definitionen von ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit eben auch mit einem Begriff der technologischen Nachhaltigkeit zu befassen. Das heißt also, wie schafft Technologie eine Kopplung zwischen Gesellschaft und Umwelt, die nachhaltig ist, ja, die uns ermöglicht, mit Ressourcen gut zu haushalten, die uns ermöglicht, die Feedbacks, die sozusagen aus der Natur kommen, auch zu verstehen und zu verarbeiten und eben in unser System zu integrieren. Ja. Eine technologische Nachhaltigkeit könnte man vielleicht messen daran, wie sehr Technologie es ermöglicht, eben diese Beziehung aufzubauen zwischen Menschen, ja, und eben auch zwischen Gesellschaft und Natur, Mensch und Natur. Eine Beziehung, in der Resonanz herrscht, das heißt also auch ein Gespür dafür da ist, was da passiert mit dem, was man tut, mit der Technologieentwicklung, mit der Technologienutzung. Und eine Technologie, die eben auch den Menschen selbst, und zwar möglichst vielen Menschen, damit es nicht mehr so ein elitäres Projekt ist, ermöglicht, sich die Technologie anzueignen, ja, und damit auch selbst fähig zu werden, Natur zu gestalten. Und die eben auch Lernen ermöglicht. Also das wären so Überlegungen sozusagen, wie man technologische Nachhaltigkeit auch definieren kann. Und ich glaube, zentral ist dabei auch, nicht davon auszugehen, wie Technologie aussehen soll, sondern eben, welche Praktiken sie ermöglichen soll. Also was sind die Dinge, die Menschen sozusagen tun können, müssen, um ihre Bedürfnisse so zu befriedigen, dass eben auch für andere ausreichend übrig bleibt, ja, also im Sinne der intergenerationalen Gerechtigkeit. Und was sind sozusagen, also welche Praktiken muss diese Technologie ermöglichen, wie zum Beispiel das Reparieren oder das selber machen oder eben auch gut haushalten zu können mit dem, was wir haben. Ja, ich bin ja so als Soziologin immer diejenige, die ein bisschen abstrakter spricht. Ich hoffe, es war jetzt nicht so abstrakt, aber vielleicht als grundlegende Überlegung in Bezug auf Mensch, Technik oder Gesellschaft, Umweltbeziehungen. Wunderbar, herzlichen Dank. Also wenn es zu abstrakt war, können ja nach in der offenen Runde können dann noch natürlich noch konkrete Beispiele vielleicht angefragt werden oder so, aber Dankeschön, Dankeschön. Dann kommen wir zum nächsten Input, Constanze. Also bei mir fing es genau andersrum an und ich würde auch so beginnen wollen. Das Herangehen an so Fragen der Selbstbestimmung und vielleicht auch, wie man seine Geräte beherrscht und kontrolliert und nicht andersrum, die war bei mir immer sehr praktisch und ist sie eigentlich bis heute. Und ausgehend von dem Themengebiet informationelle Selbstbestimmung war von Anfang an klar, dass vor allen Dingen auch im Kontext vom Chaos Computer Club irgendwie praktische, nutzbare Lösungen im Fokus standen. Also ich habe dann erst über die Jahre angefangen, auch viel darüber zu lesen, aber am Anfang war das immer sehr praktisch. Das kommt natürlich auch daher, wenn man irgendwie Informatiker ist und Hacker, dann guckt man vielleicht eher von der Seite. Und glaube, da haben wir in den letzten 10 Jahren eine ganz starke Entwicklung mitgemacht. Die ersten Fragen der Selbstbestimmung, um die man sie umsetzt und wie das sogar in Nachhaltigkeit münden kann, die waren aus meiner Sicht immer so geprägt von, oh, was gibt es denn da für Alternativen, was kann man denn da überhaupt klicken, wie kann man das benutzen, das war häufig extrem nutzerunfreundlich, also man musste ein starkes Vorwissen haben, um überhaupt alternative Technologie nutzen zu können, zu einer anderen Diskussion, die wir heute haben. Gibt zwar immer noch Workshops sozusagen darüber, wie man sich zum Beispiel von den großen Technikkonzernen lösen kann, wenn man zu mehr informationeller Selbstbestimmung kommen will, wie man seine Smartphones von all den Trackern bereinigt. Aber mein Eindruck ist, dass die Lösungen, die dafür gibt und die Alternativen, die es gibt, vorhanden sind und auch nutzbar sind, also eher der Wille und das Interesse ist, was man triggern muss, damit die Leute damit anfangen. Also man findet locker 150 YouTube-Videos, die einem das erklären. Das ist eher, finde ich, heute die Diskussion darüber, möchte ich es? Wie viel Zeit bin ich bereit, da reinzustecken in meine Geräte und auch ein bisschen in meine Lebensgewohnheiten, um diese Ziele, die jetzt sehr viele Menschen haben, auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen? Das ist so die eine Seite, die mir wichtig erscheint. Also weg von, oh, gibt es überhaupt Alternativen zu, ich muss mich jetzt mal entschließen, meine, wie ist ein politisch korrekter Wort dafür, Po-Backen zusammendrücken und das auch mal machen. Und zu, es ist eigentlich alles da, ich muss mich eigentlich nur sozusagen wirklich entschließen, es tun zu wollen.
Eine andere Ebene ist natürlich, die ist für mich dazugekommen in den letzten so 7, 8 Jahren, dass man diese Diskussion nicht übertragen kann auf den jüngeren Teil der Bevölkerung, also der Umgang von Kindern und Jugendlichen mit so technischen Geräten. Da muss man andere Ansätze fahren, das ist meine Erfahrung, auch aus der also Ausbildung von Informatiklehrern, aber auch so von unserem Projekt Chaos macht Schule im CCC. Da muss man wirklich anders rangehen, damit wir nicht langfristig, was immer noch passiert, jeden Tag in unseren Schulen irgendwie Klicker ausbilden, statt Menschen, die Computer als universelle Geräte beschreiben. Also ich finde, die Ansätze sind da, da ist in der Informatikdidaktik auch eine Menge passiert, da gibt es viel Interesse von Lehrern und auch von Eltern, aber so die Umsetzung hängt immer noch aus meiner Sicht an den Schulen sehr stark damit zusammen, ob es einzelne Lehrer gibt, die engagiert sind oder auch mal Elterninitiativen. Und der dritte Bereich, der mir hier noch wichtig ist, ist natürlich die politische Ebene. Ja, wenn man von diesem praktischen Ansatz kommt, im CCC gibt es auch sehr viele Infrastrukturen, die wir zur Verfügung stellen, über unsere Mitglieder hinaus. Ja, ist ja einfach wichtig, hier zu betreiben. Da kommt man sehr schnell zu den politischen Fragen. Ja. Was kann man tun, zumal unter den Bedingungen einer Ampelregierung jetzt? Ja, Merkel ist vorüber, die Grünen und die Gelben und die Roten regieren jetzt. Was kann man tun, damit man diese Weichen auch setzt? Die Frage drängt sich sozusagen auf und das ist natürlich auch eine gewisse Chance, die man jetzt hat. Und wenn man so ein bisschen guckt, wer regiert da eigentlich, wer sitzt denn da jetzt auf den Ministerien und Staatssekretärsesseln in den Ministerien, die mich hier interessieren, also Justiz, Innen, Bildung und natürlich jetzt Verbraucherschutz ist ja jetzt ein bisschen anders angegliedert. Ja, das sind ja wir. Also das ist ja sozusagen das ja ursprünglich mal die aus der Opposition kommenden Leute. Und wie kann man das praktisch umsetzen? Und wie kann man auch dahin kommen, dass Technologie, die selbstbestimmtes Handeln und auch nachhaltiges Handeln mit den eigenen Geräten, dass die nicht verboten wird, schlicht. Ja? Wir reden ja immer noch darüber, dass es Länder gibt, die Verschlüsselung versuchen, zumindest in Teilbereichen, zu verbieten und so weiter. Also es gibt ja tatsächlich auch nochmal diesen gegenteiligen Trend. Ist ja nicht alles positiv. Der zweite ist, oder das ist, eigentlich ist es der dritte, was ich noch anmerken will. Also ich bin immer sehr, ich finde es immer sehr wichtig, die Menschen in die Position zu versetzen, selbstbestimmt handeln zu können mit ihren Geräten. Aber ich habe gelernt, dass viele kleine Projekte in dem Bereich manchmal große Wirkung entfalten haben, weswegen ich sozusagen meine kurze Redezeit am Anfang gerne nutzen will, um ein sehr konkretes Projekt hinzuweisen. Nämlich Snowflake. Ein Projekt, was jetzt gerade, wenn man Bock hat, in seinem Browser installiert werden kann, um die Proteste im Iran zu unterstützen. Es ist nur ein kleines Projekt, ja, man kann sich einfach eine Browser-Erweiterung klicken, aber zeigt, wie Ideen von 3 Leuten, umgesetzt in nur 2 Jahren, echt was ändern können für zehntausende Menschen, die sozusagen zensurfrei kommunizieren können in einem fernen, entlegenen Land. Und wie man die eigenen Privilegien, die man hier hat, weil wir ein relativ zensurfreies Netz hier haben, wie man die sozusagen nutzen kann, um andere Leute zu enablen. Also ich habe gelernt, dass man nicht unbedingt immer nur sozusagen nur die großen politischen Ziele braucht, sondern dass es oft auch hilft, die coolen, pragmatisch umzusetzenden kleinen Projekte zu unterstützen. Und da kann die Politik natürlich auch Hilfe leisten und gerade auch die aktuelle Ampelkoalition, indem sie gerade so, wenn es um Förderung geht, da sind ja auch die ersten Schritte jetzt schon gemacht worden, schlicht ganz praktische Schritte einleitet. Und dann würde ich auch ganz gerne wegkommen von den Sonntagsreden, sondern eben, also im Sinne der politischen Sonntagsreden, sondern zu ganz pragmatischen Lösungen da kommen. Und dazu müssen wir von der Zivilgesellschaft Druck aufbauen. Von selber passiert da nichts, das wissen wir. Und ich denke, die Community, die in Bits und Bäume zusammenkommt, sollte genau für die Themen, die hier auf allen Panels besprochen werden, vom Right to Repair bis zur informationellen Selbstbestimmung, auch, finde ich, durchziehen. Also wir sind sozusagen diejenigen, die das jetzt regiert die Ampel und jetzt sind wir in der Mitte der Legislaturperiode, versuchen müssen, als politischen Druck umzusetzen. War jetzt vielleicht ein bisschen sehr... Ich wollte keine politische Grundsatzrede halten, aber für mich ist es ein eminent politisches Thema. War genau richtig, glaube ich. Ja, okay. Ich höre jetzt auf. Okay, Dankeschön. Dankeschön, Konstanze. Wir sind ja nicht hier, um unpolitisch zu sein. Also, dann kommen wir jetzt weiter zu Kirsten. Ja, vielen Dank. Also ich versuche jetzt mal dazwischen einzusteigen. Im Datenschutz
beschäftigen wir uns eigentlich auch genau mit dieser Frage der Resonanz. Also ich glaube, der Datenschutz kann da auch genau an dieser Stelle einen Beitrag leisten. Aber um das zu können, ist Voraussetzung, dass wir ein weiteres Verständnis von Datenschutz entwickeln, das sich über die informationelle Selbstbestimmung hinaus bewegt. Datenschutz, so wie er europäisch definiert ist, der erschöpft sich nämlich nicht in dieser Selbstbestimmung, sondern der adressiert informationelle Machtungleichgewichte und zwar in und zwischen funktionalen Systemen. Und zwar mit dem Anspruch, und das ist hier auch schon angeklungen, auf Beherrschbarkeit und Vernunft. Und das tut er einerseits zwischen Mensch und Organisation, so wie wir das klassisch kennen aus dem Datenschutz und aus der Diskussion auch, aber auch eben innerhalb der Organisation selbst, in ihrer Organisationsstruktur und zwischen den Organisationen und ihren Kunden zum Beispiel oder aber auch zwischen den Gewalten des Staates selbst in der informationellen Gewaltenteilung. Und diese Funktion übernimmt das Datenschutzrecht, ähnlich wie auch der Sonnenschutz zum Beispiel, der uns ja nicht vor der Sonne schützt, sondern vor den schädlichen Strahlen oder vor den Auswirkungen auf den Menschen. So schützt auch der Datenschutz den Menschen, insbesondere eben seine Grundrechte. Und die personenbezogenen Daten, um die es immer geht, die sind eigentlich nur der Anknüpfungspunkt, der Einstieg in das Datenschutzrecht, das eigentlich die Bedingungen regelt und dadurch eben zu dieser Resonanz, zu so einem Resonanzkörper werden kann, unter denen, also die Bedingungen, unter denen in die Grundrechte eingegriffen wird, die sollen hier geregelt werden und auch die Schutzvorkehrungen. Und das ist genau eben dieser Einstiegspunkt auch für Nachhaltigkeit, diese Frage, den Eingriff in die Grundrechte so gering wie möglich zu halten. Und insofern ist das Datenschutzrecht eben auch die notwendige Bedingung für das Funktionieren, also nicht nur der Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch für das Funktionieren eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats. Das ergibt sich einerseits aus der Organisation der Charta der Grundrechte, aber auch über die Ausbildung der Kriterien, die das Datenschutzrecht für die Verarbeitung personenbezogener Daten gibt, nämlich mit dem Anspruch auf Beherrschbarkeit der Informationsverarbeitung durch die in der Ausformung durch die Gesetze wie die DSGVO, die E-Privacy-Verordnung und so weiter, aber auch mit dem Anspruch auf Vernunft. Das sind zum Beispiel in der DSGVO der Artikel 5 mit den Grundsätzen auch im Artikel 5 Absatz 2 der Anspruch und die Verpflichtung zur Verantwortlichkeit für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Und das Problem, was wir jetzt eigentlich haben im Hinblick auf Nachhaltigkeit, das ergibt sich eigentlich aus diesem verengten Verständnis der Begrenzung des Datenschutzes, jedenfalls aus unserer deutschen Sicht, auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das erleben wir ganz beispielhaft und ganz prägnant in dieser Cookie-Flut, in dieser Flut von Einwilligungen. In der Einwilligung kristallisiert sich dieses Problem eigentlich. Die Einwilligung ist eine der Rechtfertigungen für den Grundrechtseingriff, der durch die Verarbeitung personenbezogener Daten regelmäßig passiert. Und der führt eben in diesem Fall nicht zu einem Ausgleich der Machtasymmetrie, die durch diese Verarbeitung entsteht, weil wir einfach ein informationelles Gefälle haben zwischen dem, der Daten verarbeitet und dem der Person, über die Daten verarbeitet werden, sondern es produziert auch eine Machtasymmetrie. Und diese, die reproduziert und verstärkt, und das erleben wir jetzt in den KI-Diskussionen, die bestehenden sozialen Schieflagen, indem einmal durch Suggestion von Freiwilligkeit und aber auch Gegenleistung als wirtschaftliches Gut diese Einwilligung gehandelt wird. So, und
Wenn man informationelle Verarbeitung unter dem Wirtschaftsprimat, also unter Konsumsteigerung, Profitmaximierung, Aufmerksamkeitsausbeutung stellen will, dann wäre natürlich eine vollständige Ökonomisierung, also eine Datenwirtschaft, so wie sie jetzt überall diskutiert wird, folgerichtig. Aber die Frage ist natürlich, wollen wir das eigentlich? Also soll unsere Gesellschaft genau so aussehen oder streben wir eine nachhaltigere, gerechtere Welt an? Und also besonders extrem derzeit kann man das verfolgen in den Diskussionen um die Datenökonomie, um die Datenspende, um das Gemeinwohl. Daran wird angeknüpft. Und eigentlich ist das aber genau der Gedanke des Dateneigentums, der hier angeführt wird und der dazu führt, dass wir über die Anknüpfung, insbesondere hier auch ja an Gesundheitsdaten, das finden ja alle ganz toll, dass Gesundheitsdaten dazu führen sollen, dass wir alle gesünder sind irgendwie und deswegen auch alle spenden sollen. Aber das führt letztendlich zu einer Verdrängung dieses Nichtverkettungsgedankens, den wir im Datenschutzrecht haben, dass nämlich grundsätzlich eigentlich keine Daten verarbeitet werden sollen. Und das hat dann auch weiterreichende Folgen noch. Ja, ich glaube, ich belasse das erstmal dabei und die Folgen und Prozesse können wir dann ja vielleicht noch später diskutieren. Ja, ich glaube, wir kommen da gerne auf ein paar Sachen noch zurück. Danke, Kirsten. Und dann kommen wir zu Christinas Perspektive. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin ja quasi als Völkerrechtlerin hier und manchmal wundern sich die Leute, dass Amnesty überhaupt zu diesem Thema arbeitet, also zu Digitalisierung und Technik. Tatsächlich steigen immer mehr Menschenrechtsorganisationen in diese Themen ein. Was hat also Technik überhaupt mit Menschenrechten zu tun? Menschenrechte haben es so ein bisschen an sich, sie sind universell, sie sind unveräußerlich. Das heißt, sie gelten überall, immer für jede Person. Das heißt also auch online wie offline, in analogen wie in digitalen Zusammenhängen. Und Technik wiederum hat Auswirkungen auf fast jedes denkbare Menschenrecht. Also um nur ein paar zu nennen, das Recht auf Privatheit, freie Meinungsäußerung, friedliche Versammlungen oder auch das Recht auf Nichtdiskriminierung. Grundsätzlich haben sowohl Staaten als auch Unternehmen die Pflicht, Menschenrechte zu respektieren. Und Staaten haben darüber hinaus auch noch die Pflicht, Menschenrechte zu schützen und sie zu erfüllen. Das hat also auch ganz konkrete Implikationen für die Technikgestaltung. Technik muss also als aller Mindestmaß ja so gestaltet werden, dass es die Menschenrechte nicht verletzt. Was heißt das also im Konkreten? Weil wir hier auch viel über Nachhaltigkeit sprechen, man kennt es aus der Umwelt, aus dem Umweltschutz ganz gut, dass ja Unternehmen beispielsweise Folgenabschätzungen machen müssen, bevor sie ein Bergbauprojekt machen, umsetzen oder ein anderes. Und ähnlich verhält es sich auch mit technologischen Anwendungen. Also Unternehmen haben die Pflicht, eine Folgenabschätzung zu machen, wie ihre Anwendungen beispielsweise sich auf Menschenrechte auswirken werden. Und auch durchgehend beim Einsatz von ihren Technologien besteht diese Pflicht weiterhin. Um das ein bisschen anschaulich zu machen und um ein Negativbeispiel zu nennen, erst diese Woche hat Amnesty einen Bericht vorgelegt, wo die Auswirkungen von Facebooks Algorithmen untersucht wurden mit Hinblick auf die gewalttätigen Ausschreitungen gegen die Rohingya in Myanmar im Jahr 2017. Also das war ein Szenario, wo das myanmarische Militär mit Gewalt gegen eine Minderheit in Myanmar vorgegangen ist, das dazu geführt hat, dass Tausende misshandelt, gefoltert oder auch vertrieben wurden. Und diese Untersuchung hat gezeigt, dass es keine Frage war von mangelnder Content Moderation, sondern dass die Algorithmen tatsächlich proaktiv diese Gewalt befördert haben, weil sie auf Basis von maximaler Interaktion auf dem Netzwerk Hass und Hetze wirklich noch zentraler auf dem Netzwerk gemacht haben und das auch wirklich zu reellen Auswirkungen in der analogen Welt sozusagen geführt hat. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt, wenn sowas passiert, besteht ja auch eine Verpflichtung für Entwickler oder für diejenigen, die Technologie einsetzen, diese zu ändern, was Meta in diesem Fall beispielsweise nicht getan hat. Aber man könnte auch einen Schritt zurückgehen und nicht nur gucken, wie wird Technik gestaltet im Einzelnen, sondern auch, wie wird Technik überhaupt eingesetzt, zu welchem Zweck. Also zum Beispiel dafür wäre beispielsweise Gesichtserkennungstechnologie. Also es gibt
ja zum Beispiel Zwecke oder es gibt Funktionen, wo diese auch menschenrechtskonform durchaus eingesetzt werden kann. Wenn wir sagen, sowas wie Verifizierung, also wenn bei der Passkontrolle oder mit dem Handy geschaut wird, ist das eine Person, also ein 1:1-Abgleich, gibt es durchaus Möglichkeiten, dass das menschenrechtskonform geschaltet wird. Die gleiche Technologie kann man aber einsetzen, um Menschen zu identifizieren und sie zu überwachen. Also das heißt, ein Abgleich 1:1 oder 1:1 Datensätzen. Und das zum Beispiel ist aus Sicht von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty ein Instrument der Massenüberwachung, was wiederum mit Menschenrechten nicht vereinbar ist. Da kommen wir also zu dieser Gestaltung im Sinne von Regulierung. Wie setzen wir eigentlich eine Technologie ein? Man könnte aber noch einen Schritt weitergehen und sich fragen, wollen wir diese Technologie überhaupt? Ist es menschenrechtlich geboten, dass gewisse Technologien entwickelt werden? Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel sowas wie Social Scoring, also sowas wie ein Sozialkreditsystem, wie es in China eingesetzt wird. Oder auch autonome Waffensysteme, die wirklich der menschlichen Kontrolle komplett entzogen werden und entsprechend weder die Menschenrechte noch humanitäres Völkerrecht einhalten können. Da aus menschenrechtlicher Sicht ist es eigentlich komplett egal, wie man das technologisch ausgestalten würde oder wie gut die Programme beispielsweise sind. A priori, der Zweck, für den sie geschaffen werden, ist einfach nicht menschenrechtskonform. Und deswegen arbeitet man dann ja auf einer ganz hohen Ebene, nämlich global, auf sowas wie völkerrechtliche Verbotsverträge hin. Weil solche Technologien, klar kann man sie auch lokal oder regional verbieten. Und natürlich hat Deutschland oder auch die EU hier eine gewisse Vorbildwirkung und Verpflichtung. Aber letztendlich sind das ja auch Probleme, die man auf einer globalen Ebene lösen muss. Und dass wir auch über Deutschland hinausschauen müssen und beim Export analog zu Rüstungsexporten beispielsweise schauen müssen, die Technologie, die europäische oder deutsche Unternehmen exportieren, was hat das für Auswirkungen auf den Genuss von Menschenrechten in Ausland oder in gewissen Ländern beispielsweise? Ich würde vielleicht nochmal mit abschließen, als nochmal übergeordnetes Konzept, weil wir auch über Selbstbestimmung reden. Die Transparenz ist enorm wichtig. Transparenz und Abwehrrechte und auch eine Kontrolle von den Regeln, die eingesetzt werden, weil sie sonst wirkungslos sind. Damit Menschen auch wirklich für ihre Rechte einstehen können, müssen sie wissen, woran sie sind. Also es ist enorm wichtig, wenn ich mich gegen eine staatliche Handlung beispielsweise wehren möchte. Und es ist ganz egal, ob wir jetzt über Technik reden oder nicht, dass ich ein Verständnis dafür habe, was ist da passiert und wie kann ich dagegen vorgehen. Und wenn ich jetzt beispielsweise nicht weiß, dass mein Antrag auf Arbeitslosengeld abgelehnt wurde, weil ein Algorithmus oder eine KI darüber entschieden hat, dann kann ich ja auch nicht dagegen vorgehen. Deswegen ist es ja auch aus dieser menschenrechtlichen Sicht Transparenz und diese Abwehrrechte nochmal ganz besonders zu nennen. Okay, herzlichen Dank. Das waren jetzt sehr verschiedene und diverse Perspektiven. Ich glaube aber, es ist schon klar geworden, an wo die aneinander auch andocken. Gibt es erstmal Kommentare oder Reaktionen innerhalb der Gruppe? So, sonst würde ich ein paar Punkte ansprechen. Ich habe ab und zu mal Nicken mitbekommen und manchmal kritische Blicke. Wollt ihr gegenseitig irgendwas reagieren? Oder sonst würde ich mal so ein paar Richtungsfragen erstmal stellen. Für mich gibt es nur eine Sache, die mich, ich kann mich da inhaltlich natürlich anschließen, ja. Die Perspektiven unterschiedlich, aber der letzte Satz, der hat mich natürlich sehr getriggert mit der Transparenz. Ich stimme dem in der Sache zu, aber was ich gelernt habe, gerade so in der letzten Zeit, ist Transparenz ist sehr, sehr oft ein übles Feigenblatt geworden. Mhm. Und gerade der Beispielfall von den Rohingya in Myanmar und auch der Bericht von Amnesty zeigt es sehr deutlich, weil statt irgendwas Ernsthaftes vorzuschlagen in Bezug auf Handlungen, wenn es zu solchen eklatanten Menschenrechtsverletzungen kommt, haben sie einfach gesagt, naja, wir machen jetzt mehr Transparenz. Und haben es auch gemacht. Also es gibt ja tatsächlich jetzt einen Transparenzbericht von Meta, ne? Die haben sich ja ein bisschen Mühe gegeben und jetzt haben sie so ein Oversight Board. Ja. Meine Erfahrung ist, dass Transparenz das absolute Minimum ist, über was ich gar nicht mehr verhandle. Aus den genannten Gründen. Aber leider ist Transparenz auch oft wirklich nur, oh ja, das kriegen wir gerade noch hin, aber andere machen wir nicht. Deswegen, ich finde die Forderung absolut richtig, aber sie ist die Minimalforderung, mit der ich schon gar nicht mehr verhandeln will. Denn ohne diese kommen wir nie zu einer Form von, Möglichkeit der Selbstbestimmung. Und die ist aber auch in klassischen Nachhaltigkeitsfragen natürlich wichtig. Ja, die ganzen
Oder der Mangel an ordentlichen Transparenzgesetzen zeigt es ja auch im Umweltrecht, nicht nur im Datenschutzrecht. Also insofern, ich unterschreibe die Forderung total, aber ich würde sie 5 Ebenen höher anhängen, gerade weil wir gelernt haben, dass insbesondere die Tech-Konzerne diese Transparenz, die setzen sie dann halt um und dann war es das, Haken drunter. Und ärgert mich schon sehr, mich nur von Transparenzberichten abspeisen zu lassen, würde ich nicht mehr einsehen wollen. Und ich finde es auch, ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht. Wenn ich kurz darauf antworten darf, bitte, ich schließe mich total an, sollte das absolute Minimum sein, aber leider sieht es in der Realität ja anders aus. Also ja, Facebook hat jetzt vermeintlich einen Human Rights Report, der aber teilweise einfach unvollständig ist und das ganze Kapitel zu Indien fehlt, wobei das eines der Länder ist oder das Land mit den meisten MetanutzerInnen oder auch die Dokumente, auf die sich der Amnesty-Bericht zu Myanmar auch stützt. Wir kennen diese Zahlen und wir kennen diese Fakten auch nur wegen den Facebook-Files, weil eine Whistleblowerin quasi diese internen Dokumente veröffentlicht hat. Und ohne die wäre es ja wirklich gar nicht möglich nachzuweisen, hier gab es nicht nur eine Verletzung von der Vorsichtigkeit oder hätte man vorsichtiger vorgehen können, sondern nein, das war wirklich bis hin zu vorsätzlich, könnte man sagen. Okay, das klang jetzt aber sehr, es klang auch sehr katastrophal in der Hinsicht. Aber Melanie, ich will mal dich kurz fragen, ist das, also wenn du dazu gearbeitet hast, wie nachhaltige Technik konzeptionalisiert werden kann, also sehen wir das irgendwo? Also sehen wir diese Praktiken oder ist das jetzt so ein Beispiel, was für ganz viele steht oder für sehr viel? Oder sehen wir da so Punkte, ne? Constanze hat es ja mit Snowflake irgendwie angesprochen, als konkretes Beispiel, aber diese Praktiken, wo würde man da hingucken, um das zu sehen, dass da kleine Zentren vielleicht entstehen oder ist das alles im Moment nur noch abstrakt? Also ich habe mich ja sehr stark mit so Graswurzel, sozialen Bewegungen, sozialen Innovationen beschäftigt und da sieht man das natürlich am ehesten. Ja? Also die Wiederaneignung von Produktionsmitteln, Wiederaneignung von Kompetenzen, die Wiederaneignung von Produkten und Technologien findet da halt eher statt. Und ich glaube, von so einer Bottom-up-Bewegung kommt auch eher Bewegung in das, was sozusagen dann on the top passiert. Also man sieht so leichte Potenziale in der Circular Economy-Debatte. Ja, da ist auch die Gefahr, dass das wieder nur so ein ökologisches Modernisierungsprojekt wird und grüner Kapitalismus, also grün angestrichener Kapitalismus. Aber im Endeffekt geht es ja da sehr stark auch darum, dass Dinge länger leben müssen und sollen und deswegen die Menschen, die diese Dinge nutzen, auch kompetent sein sollen, diese Langlebigkeit eben mitzugestalten. Da werden Sachen diskutiert wie der digitale Produktpass, ja, der erstmal von der Idee her vielleicht ein guter Schritt wäre in die richtige Richtung. Die Frage ist, wie er dann im Endeffekt ausgestaltet wird, also wo es auch darum geht, vollumfänglich Informationen zu Produkten und ihrer Produktbiografie zugänglich zu machen und eben auch im Idealfall vielleicht auch Nutzerinnen und Nutzern zu ermöglichen, selbst Hand anzulegen oder selbst mitzugestalten oder vielleicht sogar zu hacken. Genau, also da sieht man schon sozusagen so ein paar Tendenzen. Es gibt auch in der, also ich habe mich eher so mit dem Elektronikbereich beschäftigt und da gibt es auch so die Ideen, dass man Nutzerinnen mehr partizipieren lässt an der Entwicklung von Produkten, ja, dass man vielleicht sogar mit FabLabs zusammenarbeitet, um halt so eine Art Offenheit zu erzeugen. Das ist aber manchmal so ein bisschen auch, weiß ich nicht, so am Rande wird es gemacht, da wird ein bisschen mit experimentiert, aber das hat keinen Einfluss auf die großen, also ne, auf den Großkonzern. Da wird so ein kleines Start-up gegründet oder so eine kleine Tochterfirma oder so. Aber im Endeffekt, das Spannende ist halt, dass immer eine Zukunftsabteilung, also auch der großen Unternehmen, die coolen Leute sitzen, die irgendwie solche spannenden Projekte machen und die auch ganz anders denken. Ja, die denken auch die Zukunft auch viel offener sozusagen, sehr viel demokratischer. Die Frage ist nur, ob die sich dann wirklich durchsetzen. Also es gibt immer wieder so kleine Punkte. Also ich meine, wir merken ja, wie zerrissen gerade unsere, also wie zerrissener unsere Moderne, also wie immer mehr zerrissen unsere Moderne wird. Und ich glaube, in diesen Rissen des kapitalistischen Systems können sich halt immer mehr kleine Sachen andocken und die Risse vielleicht auch verstärken und sich dann vielleicht irgendwann das Bild verändern. Das weiß man nicht, aber es kommt, glaube ich, also es kommt eher auf die, sag ich mal, die Bewegung von unten an, die dann sehr viel Power entwickelt vielleicht. Ich fand das sehr interessant, Christina, weil du ja eben auch gesagt hast, nicht nur was menschenrechtskonform ist, sondern menschenrechtswünschen, also was wünschenswert aus menschenrechtlicher Sicht. Und es klingt ja so ein bisschen, als würden auch diese Graswurzel Bewegungen, die jetzt eben beschrieben worden sind und auch diese praktischen Ansatz, den Constanze beschrieben hat,
Passt das so ein bisschen rein in dieses Menschenrechtswünschenswert? Da steckt ja so eine Zukunftsperspektive noch drin. Kann man das, wie, also ich stell mir das sehr schwierig vor, aber total notwendig. Man muss ja definieren, wo man hin will. Aber ich finde es sehr griffig, menschenrechtlich wünschenswert. Das, hast du da, gibt es da Ideen? Kann man da sowas wie Technikfolgenabschätzung nach vorne, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Oder ich meine, oder genügt es, sich anzugucken, zu sagen, hey, das sieht, ich muss es gar nicht theoretisieren, sondern das sind interessante Richtungen, da gucken wir einfach hinterher. Ich finde das interessant aus diesem Aspekt, dass Menschenrechte sind zwar irgendwo Selbstzweck, also sie brauchen keinen Zweck on top, sie sind einfach da, aber gerade weil wir auch über Nachhaltigkeit im sozialen Sinne vielleicht sprechen, sie sind ja Enabler. Also wenn ich Meinungsfreiheit habe oder das Recht auf Versammlung, dann befähigt es mich dazu, für andere Menschenrechte einzustehen oder für das politische System, in dem ich leben möchte, für das ökologische System, in dem ich leben möchte und so weiter. Deswegen haben ja auch Menschenrechte dieses Ansicht, dass sie ja sowohl nach oben wirken als auch sozusagen auf die Einzelperson. Damit man Menschen befähigt, auch für ihre Menschenrechte einzustehen oder zumindest so selbstbestimmt zu agieren, wie sie es möchten, finde ich gerade in dieser Hinsicht, was können Menschen tun oder wo sind sie vielleicht auch gewissen Gegebenheiten ausgesetzt, spannend, gerade auch im Hinblick auf Plattformregulierung, diese Login-Effekte, die man hat. Also es mag ja sein, dass ich sage, Facebook, WhatsApp, das möchte ich alles nicht, ich möchte alle meine Daten nicht preisgeben, aber ich werde komplett abgeschnitten von meinem sozialen Umfeld, wenn ich nicht jede einzelne Person überreden kann, mit mir zu einer datenrechtskonformeren Alternative zu wechseln. Und hätte ich tatsächlich eine Frage an dich, vielleicht auch als Informatikerin, eine für die Sachen, die sich die Zivilgesellschaft groß eingesetzt hat beim Digital Markets Act, der diesen Sommer beschlossen wurde vom Europäischen Parlament, war die Interoperabilität. Und es wurde auch beschlossen, dass jetzt bei Messenger-Diensten genau das möglich sein soll. Also ich kann quer über diese Messenger-Dienste Nachrichten schicken, genau via E-Mails, ne, von A nach B laufen, es ist egal, welchen Anbieter ich nutze. Und von Big Tech kam da ganz schnell zurück, das wird dann aber die Verschlüsselung gefährden. Also das ist gar nicht umsetzbar, das klingt schön, aber damit gefährden wir quasi diese Sicherheit. Und da werden ja so zwei Grundbedürfnisse oder Rechte durchgesetzt. Und ich bin ja Juristin und keine Informatikerin und mich interessiert tatsächlich diese Frage, wie viel ist daran und inwiefern ist das auch so eine Art Falkenblatt, hinter dem man sich versteckt und den Menschen eben nicht diese Merkwürdigkeit geben möchte. Willst du da technisch was dazu sagen? Ja, die Debatte, ich weiß jetzt nicht, ob die jeder nachvollziehen kann, sonst würde ich noch vielleicht mal kurz... Vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagen. Also die Interoperabilitätsfrage, die da drin ist, hat einfach mit der Verschiedenartigkeit der Messenger zu tun. Und auch ein bisschen mit der Tatsache, dass es außer WhatsApp, dem Platzhirsch, der Facebook gehört, dass es tatsächlich noch ein bisschen unterschiedliche Arten von Messenger gibt, wo sich so ein bisschen der Rest der Welt unterhält. Also ich setze das jetzt mal kurz voraus, weil nicht jeder mitbekommen hat, dass es überhaupt diese Interoperabilitätsdiskussion gegeben hat, weil das ein obskures Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene ist und kommt oft in den Ländern gar nicht an. Dazu muss man zweitens noch sagen, es ist nicht bisher keine finale Regelung dazu beschlossen worden, aber es sieht jetzt so aus, als wenn es eine Operabilitätspflicht geben könnte. Und der Streit dreht sich genau darum, ob man damit nicht einige grundlegende technische Konzepte unterminiert. Denn einige der alternativen Messenger, die es gibt, haben eine sehr gute Technik, die auch offen liegt und die Ende zu Ende verschlüsselt ist. Also wo keine dritte Person zwischen den Kommunizierenden mehr hineinhören kann. Das nennt man technisch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und ich schlage mich tatsächlich auf die Seite derjenigen, die diese Interoperabilität zwar sehr praktisch finden würden, aber aus technischen Gründen, wenn sie als Zwang verordnet würde, würde sie für negativ halten. Und wenn man über diese Messenger redet und die Frage, hey, wie kann ich Social Impact erzeugen, wenn ich vielleicht nicht Facebook und Google abhängig bin, aber ich brauche diese Netzwerke, die nun mal einfach unsere Öffentlichkeit sind, dann ist für mich die Interoperabilitätsfrage, ehrlich gesagt, nachrangig. Ich würde das ablehnen wollen, um die technische Integrität der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung weiterhin garantiert zu haben und keine Verbote durch die Hintertür zu haben. Aber die Wahrheit ist auch, wenn man über diesen
Ja, diese benötigte Öffentlichkeit redet, die soziale Bewegungen nun mal brauchen, dann darf man das nicht aus einem privilegierten Standpunkt. Ja? Denn ich darf daran erinnern, dass die Leute, die über Facebook kommuniziert haben, was man heute arabische Revolution nannte, alle im Knast gelandet sind, weil sie diese sozusagen Netzwerke benutzt haben. Das heißt, es ist oft hier so ein bisschen unsere Sicht, bei uns ja nicht viel droht. Ja, wir können über Facebook oder sonst was für kommerzielle Netzwerke kommunizieren und deren Skaleneffekte nutzen. Anderswo ist das aber nicht möglich, weil man die benutzt, im Knast landet. Ja, wir sehen das ja auch gerade an den aktuellen Beispielen. Es gibt ja, naja gut, brauche ich nicht aufzählen, kennt jeder. Jetzt bin ich abgebogen von der technischen Frage. Also ich bin kein Freund davon, weil ich glaube, dass die technische Umsetzung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ziemlich wichtig ist. Und ich würde die auf diesem Altar der Interoperabilität nicht opfern wollen. Zumal ich auch nicht einsehen kann, wieso Leute nicht einfach 3 Messenger auf ihrem Smartphone haben können. Wo ist das Problem? Aber vielleicht eine letzte Sache noch. Ich habe vor 15 Jahren mal bei der Taz eine Diskussion gehabt. Da gab es noch nicht diese Bits- und Bäume-Bewegung, natürlich nicht, ja. Da war die Umweltbewegung für die Technikbewegung ja, ein Vorbild. Weil natürlich, sie war Grassroots, sie hatte das hingekriegt, eine Partei im Bundestag zu haben. Wir konnten noch nicht ahnen, dass die mal in der Regierung landet und so. Und wir haben als Mitglied der sozialen Bewegung darüber debattiert, wie wichtig es eigentlich sozusagen ist, der technische Datenschutz. Und ich habe damals so argumentiert, naja, also pass mal auf, wenn ihr keine informationelle Selbstbestimmung praktiziert und wenn ihr keine technischen Mittel habt, eure Kommunikation zu schützen, dann kriegt ihr das früher oder später vor den Latz, weil ihr staatlicher Repression ausgesetzt sein wird, hier oder anderswo. Und heute, wir haben heute so eine Zusammenstellung für unseren morgigen Workshop gemacht, sehe ich x Beispiele, ja, die sich gegen Klimaproteste hierzulande richten. Weswegen ich immer noch glaube, dass die Frage der informationellen Selbstbestimmung sie ist ausschlaggebend dafür, dass wir Proteste noch organisieren können, unüberwacht. Ja, dass sich soziale Bewegungen auch sozusagen entfalten können. Und da wäre mir sozusagen der Punkt, dass ich manchmal auf die Skalenwirkung der sozialen Netzwerke verzichten muss, die würde ich hinnehmen. Zumal man die über Bande ohnehin benutzen kann. Ja? Alle alternativen Social Media Network klinken ja oft an die Großen. Dann kann man es einfach weiterleiten. Ich bin jetzt schon wieder abgebogen. Entschuldigung. Nee, also, das ist schon okay. Wir können ja, wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Frage. Ich weiß auch nicht warum. Also, nee, wir können ein bisschen abbiegen. Wir haben ja die Zeit. Nee, voll. Aber das heißt ja, also ich glaube, ein schönes Bild ist vielleicht für Interoperabilität. Einigt man sich dann auf das die kleinste Gemeinsamkeit und dies dann eben der schlechteste Messenger im Bunde, der definiert dann, was geht. Ist vielleicht als Bild, würde ich mal so empfehlen. Aber kannst ja nachher nochmal was dazu sagen. Aber das heißt aber natürlich, wenn uns technisch, und ich finde, das ist eine sehr exemplarische Debatte, also wir müssen jetzt nicht so tief reingehen, aber ich finde, es steht sehr stellvertretend dafür, wie wir mit Techniknutzung und Regulierung umgehen. Wenn es technisch so schwierig ist, das mit der Interoperabilität durchzuziehen und wir aber auch die Abhängigkeiten haben, was wäre denn sozusagen, das klang so ein bisschen auch wie, Kirsten, was du gesagt hast, die Machtasymmetrien, was für ein Instrumentarium würde denn irgendwie der Datenschutz da sagen? Okay, du musst etwas nutzen oder du bist davon groß abhängig und du kannst aber sozusagen, du bist da trotzdem eingeschlossen und trotzdem willst du es aber eigentlich nutzen. Was für ein Instrumentarium würde denn da, oder haben wir dafür überhaupt Instrumentarium? Oder wird der Datenschutz gerade missbraucht, eigentlich Monopolzerspaltung zu versuchen? Kannst du dazu vielleicht irgendwie noch was sagen? Naja, also einerseits, also es gibt natürlich zwei verschiedene Strömungen auch im Datenschutz. Das ist einmal eben diese Begrenzung auf nur den Schutz der Privatsphäre so. Und dann gibt es diesen weiteren Blick. Ich meine, das ist ganz anders, du hast das auch angesprochen. Wenn ich ein Bedürfnis habe zu kommunizieren und wenn das die Gemeinschaft betrifft und nicht dann nur das Individuum. Weil ich meine, natürlich kann ich 7 Messenger auf meinem Handy haben, das nützt mir aber nichts, wenn andere das nicht haben. So. Und ich brauche eine staatliche Infrastruktur.
Infrastruktur dafür. Und da hakt der Datenschutz ein, wenn er eben dieses weite Verständnis hat und diese Machtasymmetrien mit in den Blick nimmt. Und dann kommen wir auch dazu, also dass, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Datenschutz so vielen ein Dorn im Auge ist, weil nämlich die Anforderungen, die dann formuliert werden, viel, viel weiter gehen als jetzt nur bloße IT-Sicherheit zum Beispiel. Also im Datenschutz kennen wir über die Sicherheitsziele hinaus eben auch noch die Ziele, die dann eben auch gebraucht werden, um nicht nur Transparenz umzusetzen, sondern auch um eine Idee zu haben, wo soll Technikgestaltung eigentlich hingehen. Also wir haben Transparenz, wir haben Nichtverkettung, das ist sozusagen der Grundgedanke des Datenschutzes, ne, dass die Informationen erstmal für sich bestehen sollen und nur dann verkettet werden sollen, wenn sie für einen bestimmten Zweck erforderlich sind. Und wir haben als drittes die Intervenierbarkeit. So. Und das ist nämlich genau der Punkt, an dem ich dann einhaken kann, wenn es darum geht, jetzt Systeme zu verändern zum Beispiel. Und viele Systeme, die wir kennen, die erfüllen diesen Grundsatz gar nicht. Und deswegen haben wir auch diese Login-Effekte. So, und wenn man das zur Voraussetzung macht, auch für das Design von Systemen, dann wären wir einen ganzen Schritt weiter. Und wenn wir jetzt gerade, also ich vermute mal, die kleineren Systeme, die wir so nutzen, also wir haben ja alle so eine, sicherlich verschiedene Online-Dienste oder so, die jetzt nicht so groß sind, aber wie könnte denn Intervenierbarkeit bei so riesengroßen Tech-Giganten sein, was weiß ich, wenn ich ein Gmail-Konto besitze oder benutze, da würde ich jetzt irgendwie sagen, naja, eigentlich ist doch unreformierbar, da kann man auch nicht irgendwie noch, da könnte man jetzt nicht noch was nachrüsten, was das dann besser macht oder was das irgendwie aufhebt, dieses große Problem, oder würdest du das da? Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn ich Funktionalitäten nicht nachrüsten kann sozusagen, dann habe ich einen Dienst oder ein Angebot, das eben nicht funktionsfähig ist und auch gar nicht rechtskonform einsetzbar letztlich. Und das ist vielleicht dann der nächste Punkt, das klang auch schon an, dass wir die Regeln, die wir haben, natürlich auch durchsetzen müssen. Und die Welt, in der wir leben, im Informationellen jedenfalls, die krankt auch insbesondere daran, dass wir es versäumt haben, gleich bei Entstehung der Dienste, Facebook oder wie sie alle heißen, auch einzugreifen und da das Recht auch tatsächlich durchzusetzen. Das hat dann dazu geführt, dass rechtskonforme Angebote vom Markt gedrängt worden sind durch diejenigen, die sich eben nicht an das Recht gehalten haben und die dadurch marktwirtschaftliche Vorteile hatten und insofern ja auch den Markt verzerrt haben. Also wir haben derzeit in diesem Bereich gar keinen funktionierenden Markt. Ja, bitte, gerne. Na, weil du gerade auch schon dieses angesprochen hast, so can you fix it or do you need to get rid of the whole thing? Und auch um nochmal auf diese Frage zurückzukommen, auf diese Dienste wie Gmail oder auch Facebook, das ist ja genau die Frage, muss man nur die Algorithmen verbessern? Kann man sagen, ups, das war keine Absicht, okay, bessern wir nach und dann passt's? Oder ist das grundlegende Problem eigentlich das Geschäftsmodell? Also wenn wir ein Geschäftsmodell haben, das darauf basiert, wir sammeln immer mehr und immer mehr Daten und verkaufen diese weiter und wollen natürlich immer die Interaktion maximieren, wie kann das denn jemals funktionieren? Also das ist eine ernst gemeinte Frage, ob das überhaupt im Sinne von Nachhaltigkeit oder Selbstbestimmung sein kann. Das ist tatsächlich, ja, das ist, glaube ich, eine der Kernfragen, die wir hier diskutieren und die wahrscheinlich auch nachher an der Bar und in der Musik diskutiert wird. Also ich weiß nicht, gibt es dazu, wollt ihr dazu eine Reaktion machen? Also es geht da so ein bisschen in die Frage, oder andersrum, wenn man es konsequent denken würde, okay, Technikgestaltung ist dann in gewissem Maße, auch wenn die Technik dem Geschäftsmodell folgt, auch Geschäftsmodellgestaltung ein bisschen. Also das hieße ja dann, dass vielleicht, wenn man das konsequent anwenden würde, dass da ganze Geschäftszweige einfach nicht mehr möglich wären. Oder ist das dann so die Konsequenz? Das steht in den Forderungen der Bits und Bäume. Und diese Forderungen sind ein Minimalkonsens der Organisationen, die hier sozusagen beteiligt sind. Muss man ja auch mal offenlegen. Ja, manche Geschäftsmodelle sind einfach menschenrechtswidrig und sollten so nicht fortgeführt werden. Und wir haben längst eine Diskussion, die über den Datenschutz und die informationelle Selbstbestimmung hinausgeht. Da geht's, also
Und ein Beispiel, was du vorhin brachtest, ist eins dafür. Da geht es auch um Manipulationsschutz. Denn also, das ist ja in den letzten 3-4 Jahren haben wir das gelernt, wie eng das zusammengehört. Früher haben wir immer gedacht, ja, da geht es so ein bisschen darum, da werden wir irgendwie da eingelullt, dann können wir klicken und kaufen, kauf wie die Blöden. Aber Manipulation ist ja in diesem Sinne ziemlich dasselbe, nur dass es in der politischen Ebene umgesetzt wird. Ja. Ich finde, die Diskussion hat sich da auch ein bisschen geöffnet im positiven Sinne. Wir reden nicht mehr nur über diesen Datenschutz, der ja in Deutschland immer diese crappy Image hat, aus mir unverständlichen Gründen. Ja. Aber wir reden längst doch über Manipulationsschutz. Und ich denke auch, dass sich die großen Tech-Konzerne dieser Diskussion in gewisser Weise stellen mussten. Gar nicht mal so sehr wegen solcher eklatanten Verletzungen wie in Myanmar, sondern eher wegen des Brexit, wegen des amerikanischen Wahlkampfs. Die meisten erinnern sich ja wahrscheinlich noch daran, dass sie irgendwie vorgeladen wurden und im Senat und Kongress in den Vereinigten Staaten antanzen mussten. Also die Diskussion ist ja längst da. Und im Übrigen, selbst im Mutterland dieser Konzerne reden die darüber, ob man langsam mal die Geschäftsmodelle hinterfragen muss. Ja. Ich bin da immer ein bisschen leid. Ich bin da überhaupt nicht mehr vorsichtig hier. Ich versuche gar nicht mehr zu sagen, oh, ja, schaden wir denen aber nicht so doll. Ja, selbstverständlich, die sind schädlich. Und wir haben dafür eine Menge Beweise. Der letzte Amnesty-Bericht ist ja nur, ist ja sozusagen nur oben so ein Steinchen auf einer riesengroßen Pyramide. Ich finde, wir könnten das auch mal sagen. Aber ich würde es ungern zurückholen auf diese individuelle Ebene. Ja? Natürlich kann ich mich tierisch über diese Gmail-Opfer aufregen. Ja? Weil, wenn die mir eine Gmail schreiben, dann heißt das ja auch, dass sie sozusagen Teil meiner Metadaten an diesen Konzern sind. Aber ich würde es halt gerne davon weghaben, zu immer sagen, ja, die Leute müssen sich selbst enablen und was anderes klicken, das stimmt natürlich. Aber die größeren politischen Fragen, finde ich, haben einfach eine viel größere Wirkung. Und da würde ich wieder bei der Bundesregierung anfangen. Ja? Also die haben ja nun, und Kirsten ist ja dafür ein Beispiel, wir haben ja gute Behörden. Ja, auf der Landesebene und Bundesebene, ja, man könnte es ja auch richtig machen. Und damit würden wir gleichzeitig auch ein Zeichen setzen, dieser Bundesrepublik für ganz Europa. Wir sind immer noch ein Vorreiter und Vorbild. Da haben wir ja auch schon angesprochen. Ja, ich könnte mich da, naja. Du wolltest, glaube ich, ja, dann noch was dazu. Aber ich finde das herrlich. Ich finde auch, dass nicht nur Verbände und Vereine und Organisationen und NGOs, eben auch die Wissenschaft selbst mehr aktiver sein muss, da Menschen aufzuwiegeln. Ja? Man kann ja immer in so kleinen Dingen arbeiten, hier einen Regulationsvorschlag, ich mache auch Politikberatung, ja, und da schlagen wir alles Mögliche vor, also immer so im Kleinen, aber im Endeffekt kann man auch versuchen, also als Soziologin stellt man ja auch große Fragen, ja, und dann auch zu sagen, Leute, fragt euch doch mal, was ist eigentlich die verdammte Scheißaufgabe der Wirtschaft? Die soll unseren Haushalt führen, ja? Und was macht sie? Sie führt den nicht. Also sie übernutzt Ressourcen, sie lässt für die nachfolgenden Generationen nichts mehr da, sie verteilt die Ressourcen scheiße. Ja? Also ich meine, und die Frage ist doch wirklich, also warum sind solche Geschäftsmodelle möglich? Was ist daran, wo wird da die Wirtschaft ihrer Kernaufgabe gerecht? Sie wird sie ihr nicht gerecht, sie ist für sich selber da. Ja? Und, also da muss man wirklich diese grundsätzlichen Fragen stellen und dann kommen diese ganzen Folgefragen, nämlich wie ist Technologieentwicklung gestaltet, ja? Wie entwickeln sich neue Geschäftsmodelle, was nutzen die da eigentlich aus und so weiter. Und wir hatten jetzt diese Woche den Soziologiekongress in Bielefeld und es war schon spannend, wie viele SoziologInnen, die sich doch gerne auch mal zurückhalten, so aus der Distanz ihre Gesellschaftsdiagnosen äußern, wie die dann gesagt haben, ja, eigentlich müssen wir mal ein bisschen reflektierten Katastrophismus betreiben und mal sagen, was haben wir eigentlich für ein großes Problem hier, ja, und wie müssen wir da echt auch ein bisschen mehr aufwiegeln und aufrühren, so. Also im positiven Sinne natürlich, ja, man soll jetzt nichts, keine Bomben werfen oder so, aber mehr, also mehr grundsätzliche Fragen stellen und auch wirklich grundsätzliche Antworten verlangen, so. Mhm. Darf ich nochmal? Bitte. Also ich muss jetzt unbedingt irgendwie Essig in diesen Wein kippen, das wird mir gerade zu revolutionär. Weil, was? Also mir ist eine Sache auch gerade wieder in der Vorbereitung auf Bits und Bäume aufgefallen, die mich unglaublich ärgert. Ich freue mich tierisch darüber, dass viele der Klima- und Umweltbewegung und Nachhaltigkeitsbewegung also einfach junge und frische Bewegungen sind, ja, die mit den alten Umweltbewegungen wenig zu tun haben, die ihre eigenen Aktionsformen entwickelt haben und so. Da kann ich mich wirklich drüber freuen. Wir hätten ja die ganze Debatte, die vor der Pandemie anfing, gar nicht ohne diese Riesendemos, Fridays for Future und so weiter. Aber was mich tierisch ärgert, ist, mit welcher Selbstverständlichkeit die irgendwie ihre Facebook-Seiten pflegen, als seien die morgen noch da. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Also, das hat ein bisschen
Also es gibt einige dieser Bewegungen, die das etwas besser machen, finde ich. Die haben zumindest die alternativen Netzwerke und die benutzen das so ein bisschen eher als Verstärker. Aber es ärgert mich schon sehr, dass die sozusagen bei all dem Alternativdenken und bei auch dem revolutionären Anspruch, der da teilweise hintersteckt, sind ja wirklich radikale Forderungen zu einem großen Teil, dass irgendwie dieser Teil, wie sie das kommunizieren, wie sie ihre Plattform organisieren, das ist ja nicht nur Kommunikation, das ist ja auch wirklich Organisation, dass sie das über die Tech-Konzerne machen und den Überwachungskapitalismus irgendwie umarmen. Das ärgert mich schon echt. Nicht bei allen, ich würde das nicht so allgemeiner, weil mir jetzt bestimmt wieder welche andere Beispiele nennen und ich nehme die auch positiv wahr, aber mich ärgert schon, dass gerade offenbar unter diesem jüngeren Teil der Umweltbewegung, also die jetzt auch nicht akademisch sind, wir repräsentieren ja jetzt hier auch so einen gewissen Teil der Gesellschaft irgendwie, da ärgert mich das schon, dass irgendwie da der Groschen in dieser Hinsicht noch nicht wirklich gefallen ist. Da möchte ich jetzt zu aufrufen hiermit. So, ich bin heute so ein Appellations... Das ist schon okay. Also nur auch ein bisschen die Perspektive mal reinzuholen, dass das können wir hier fordern, ja, und uns auch in den Geschäftsmodellen abarbeiten, aber wenn man so ein bisschen praktisch in die jüngeren sozialen Bewegungen bei der Nachhaltigkeit und bei der Klimakrisenbewegung so gucken, dann erlebe ich da mal leider was anderes. Mhm. Und auch so, wenn die Kontakt mit dem CCC hatten, das kam durchaus vor, ja, wenn wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten haben, ja, wie könnte man alternativ kommunizieren und wir mal da reingeguckt haben, was die wirklich machen, das ist irgendwie alles Facebook Messenger und so, oh weia. Ja, also die Orga, naja. Okay. Okay, ja, sehr gerne. Ich würde gerne einen Gedanken aufgreifen, der so ein bisschen ähnlich ist, nämlich was ich in meiner Arbeit immer wieder beobachte, ist, dass man sehr gerne kritisch nach außen blickt und sagt, oh Gott, in China, da haben die totale Überwachung mit Gesichtserkennung und dass Pegasus, also eine Spähsoftware, in Saudi-Arabien eingesetzt wird. Das geht ja gar nicht. Aber in Deutschland ist das okay. Wir sind ja ein Rechtsstaat. Also Amnesty in Deutschland hat jetzt eine neue Kampagne an Scan My Face und da geht es darum, dass wir im Prinzip ein Verbot von Gesichtserkennungstechnologie im öffentlichen Raum haben wollen. Und wir haben eine Zielgruppenanalyse gemacht, um zu gucken, wie stehen eigentlich die Leute zu diesem Thema? Was wissen sie? Sie wissen wenig. Aber was mich am meisten überrascht hat, war, dass zum Beispiel Leute gesagt haben, also kommerzielle Nutzung von Gesichtserkennungstechnologie, auf gar keinen Fall, wollen wir nicht. So ungefähr 80% haben es abgelehnt. Aber eine staatliche Nutzung, das fanden die meisten okay. Könnten Sie sich vorstellen, würden Sie unterstützen? Und gleichzeitig hat fast die Hälfte gesagt, naja, wenn eine Veranstaltung oder eine Demo mit Gesichtserkennung überwacht wird, nee, da würde ich eher nicht hingehen. Also mich stört da manchmal schon, dass diese Reflexion wirklich sehr, sehr kurzsichtig ist. Und das Gleiche eigentlich bei so Spähsoftware-Programmen wie Pegasus. Ne? Also wenn es nicht schon einleuchtet, okay, es ist problematisch, dass wir an das gleiche Unternehmen Geld geben, das ja eben ein Geschäft daraus macht, dass halt weltweit Menschenrechtsverteidigende und JournalistInnen überwacht werden. Allein schon das sollte ja stören. Aber dass man ja auch wirklich nicht diesen Schritt weitergeht, um zu verstehen, das sind Programme, die bauen auf Sicherheitslücken, die alle Personen gefährden. Und wir nehmen das einfach in Kauf, weil wir denken, naja, dann können wir eben dies und jenes verhindern und diese Kleinkriminalität, die teilweise mit diesen Programmen, ne, verfolgt wird, dass es ein Preis ist, den wir bereit sind zu zahlen, weil wir sind ja Deutschland und wir sind irgendwie ein Rechtsstaat. Das ist etwas, das mich sehr ärgert. Und ich glaube, das ist tatsächlich ja auch sehr, sehr spannend, dass diese Sicherheitslückenfrage, also die gleichen Systeme werden natürlich auch bei den Kontrollen und Steuerungen für erneuerbare Energien verwendet und so weiter. Also dass wir an der Stelle jetzt sagen, unsere Infrastrukturen werden immer unsicherer. An der Stelle geht es natürlich einerseits um die Menschenrechtsverteidigerinnen in anderen Ländern, aber andererseits benutzen wir ja die gleichen Systeme. Also es ist, glaube ich, auch nochmal so ein, da hat man dann vielleicht eine Rückkopplung, die man dann gar nicht haben will. Also die will, ist vielleicht ganz gut, dass sie da ist, um das ein bisschen so zu sichtbar zu machen. Okay, dann würde ich sagen, gibt es noch einen Kommentar jetzt zu diesen angesprochenen Punkten? Sonst würde ich es jetzt mal in Richtung Publikum öffnen. Gibt es denn Fragen an die Panelistinnen? Da wird es jetzt... Ah ja, da gibt es. Ja, danke für die vielen Perspektiven auf das Thema und eure wichtige Arbeit auch dazu auf jeden Fall.
Ich habe direkt eine Frage an Melanie Jäger-Erben. Und zwar, ich mochte das sehr, das reflektierte Katastrophisieren, was du erwähnt hast. Es ist aber natürlich auch das Ding, also daneben, dass man eben so vulnerable Punkte aufzeigt, ist es ja auch immer wichtig, und das hast du auch gesagt, lösungsorientiert dann voranzugehen. Und wir haben ja jetzt sehr viel über Überwachungskapitalismus etc. gehört, auch viel, was dann aus dem US-amerikanischen Raum kommt und so ein bisschen den inneren Schrei nach Alternativen. Ich gucke mir da eben ab und an auch mal Gaia X an, was da so passiert, eben auch mit unseren europäischen Werten, ob wir dagegen halten können etc. Und jetzt würde mich sehr interessieren, nach dieser Vorrede, wie ist denn dein Blick da drauf? Also wie könnte man denn Gaia X und eben auch Alternativen, obwohl das ein fettes Mammutprojekt ist, an dem es super viel zu kritisieren gibt, aber es ist das Projekt, was wir halt jetzt haben, wie könnte man das noch mal mehr treiben, dass es auch eine Öffentlichkeit bekommt und gesellschaftlich vielleicht ein bisschen relevanter wird, als es jetzt ist, als eine wirkliche Alternative mit mehr Beteiligung? Willst du dazu? Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Gaia X meinst. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob die Frage dann passend, also Gaia X ist, ist so ein Strauß. Die europäische Cloud. Genau, das ist ein Strauß von Standards, der so, ich glaube, über Speicher und Berechnung, Prozesse, also Rechenzeit standardisiert. Und das dann quasi eine europäische Cloud ermöglichen soll, genau. Vielleicht als Hintergrund ganz wichtig, in dem Konsortium sind auch, ich glaube, Palantir ist mit dabei, Amazon ist mit dabei, Microsoft ist mit dabei. Vielleicht als Hintergrund, ob das eine Lösung sein kann. Ich weiß nicht, gibt's vielleicht, willst du dazu was sagen oder wollt ihr... Also ich kenne mich damit leider nicht aus, deswegen kann ich das nicht beantworten. Aber ich guck's mir an. Andere Kommentare? Das ist keine Alternative, würde ich sagen. Also ich meine, ich glaube, die Entschließung, europäische Standards irgendwie zu vereinbaren, ist ja erstmal ganz gut. Aber ich weiß nicht, willst du der Frage noch was nachschieben? Ja, ansonsten, ich weiß nicht. Ja. Also grundsätzlich, oder es eben auch zu öffnen, weil ich denke mal, dass vielleicht auch die anderen jetzt, die vorne sind am Podium, davon vielleicht das eine oder andere schon mal gehört haben. Also ich meine, ich weiß, dass dort Unternehmen auch drin sitzen, was kritisch zu betrachten ist. Aber mir geht es wirklich dezidiert um diese Lösungsorientierung. Also wenn wir uns was wünschen dürften, was müsste denn aus eurer Sicht passieren als Expertinnen, dass das mit Gaia X vielleicht doch noch eine gute Kurve nimmt, oder welche Alternative wäre gut? Also ich glaube, was müsste denn jetzt passieren? Da können wir meinetwegen, glaube ich, gerne mal eine Probe machen. Ich will es nicht jetzt nur auf Gaia X beziehen, aber also ich sehe natürlich das starke Bedürfnis, auch aus der rechtlichen Situation daraus, sozusagen nach dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung, dass gerade Unternehmen und nicht so große Unternehmen, sondern der klassische deutsche Mittelstand sozusagen sich Lösungen wünscht, um die Problematik zu umgehen, dass sie mit irgendwelchen amerikanischen Cloud-Lösungen umgehen müssen. Diesen Bedarf sehe ich ganz doll. Das habe ich bei wirklich sehr vielen Veranstaltungen auch praktisch gehört. Da wünscht man sich Lösungen, auch praktikable Lösungen, die eine gewisse Rechtssicherheit herstellen. Mhm. Und die Gaia-X-Idee kommt ja auch ein bisschen aus der, oder die hat ein bisschen den Hintergrund ja in der EuGH-Entscheidung, nämlich als sozusagen das transatlantische Datenabkommen hinfällig wurde. Und es gibt kein neues. Ja. Es soll ja jetzt erst in diesen Tagen eine konkretere Absichtserklärung geben für ein drittes Abkommen. Also wir werden sehen, wie es da weitergeht. Also da gibt es eine gewisse rechtliche Grauzone, die sehr viele, gerade Unternehmen, extrem stört. Aber nicht nur Unternehmen, das betrifft natürlich auch Unis oder öffentlich-rechtliche, irgendwelche Form von, wir nennen jetzt mal Behördenartige oder so. Und ich glaube, den Bedarf gibt es. Aber natürlich war die Kritik am Anfang sofort groß, weil große amerikanische Tech-Firmen da wieder drin stecken. Dann war natürlich sofort irgendwie da so ein gewisser kritischer Widerhall. Was bei mir bleibt, ist am Ende, dass ein Angebot vorhanden ist, dass man das auch als nicht so großer Konzern, sondern als auch mittelständisches Unternehmen oder als eben eine öffentlich-rechtliche Institution nutzen kann, das halte ich für absolut gegeben. Die Leute
fragen auch danach. Das ist sozusagen mein Erleben. Und generell ist ja vielleicht auch, erlebt ja vielleicht Kirsten auch, diese, wir bewegen uns da im Grauraum, wir wollen uns eigentlich an die aktuellen Regelungen aus der Datenschutzgrundverordnung halten, aber wir wissen irgendwie nicht wie, das scheint mir seit Jahren ein Thema zu sein. Das ist jetzt nicht so meins, ich höre das nur so auf Konferenzen sehr häufig, aber ich denke, das hat sich auch, das sind ja jetzt 4 Jahre, das hat sich eigentlich auch noch nicht verflüchtigt, oder? Also, vielleicht kannst du was dazu sagen, wie du das erlebst. Ja, das ist sicher so, aber das liegt auch in Teilen an einem politischen Unwillen, die Grundbedingungen dafür zu schaffen. Also was wir brauchen, ist weniger Zentralisierung und wir brauchen offene, verbindliche Standards. So, und dann kann auch die Wirtschaft darauf reagieren. Dann klappt es auch mit der Verwaltungsdigitalisierung. Das ist so eine Grundvoraussetzung, ohne die wir einfach auf der Stelle treten und an vielen verschiedenen Stellen herumdoktern. Und klar, also eine europäische Cloud wäre schön, aber wie gesagt, also das ist das, also mir schwebt da eher eine dezentralisierte Lösung vor, als jetzt irgendwie so ein Megaprojekt. Wäre wahrscheinlich auch nochmal eine Frage, inwiefern sozusagen, wir haben ja jetzt viel über so soziale Nachhaltigkeit gesprochen, inwiefern diese Auswirkungen, die europäische, also ob eine europäische Cloud auch einen geringeren sozusagen ökologischen Fußabdruck hätte, kann man ja vielleicht nachher noch mal kurz anschneiden. Aber da war noch eine Frage. Mich würde interessieren, ob ihr das den gestrigen Abend noch mal so ein bisschen aufgreifen könntet. Ich habe in den Forderungen, die ich vielleicht nicht gründlich genug gelesen habe, das muss ich zugeben, habe ich dieses ganz radikale Neudenken so nicht gefunden. Und für mich wäre es schon radikal neu zu sagen, was manche Leute seit 20 oder 30 Jahren sagen, europäisches Recht ist einzuhalten. Das wäre doch quasi eine Minimalforderung. Konstanze, du hast vorhin eben gesagt, Transparenz ist eine Minimalforderung. Wir werden seit 30 Jahren mit Dokumenten von der EU zugeschüttet. Die dürfen wir alle lesen. Das ist super transparent und kein Mensch kann das machen, wenn man das nicht zum Hobby macht. Also dieses ganz grundsätzliche nochmal sagen, wir fordern eigentlich nicht, dass das immer in dieselbe Richtung weitergeht, nur so ein bisschen an den Schräubchen gedreht wird, sondern ganz radikal, nein, wir erwarten verdammt nochmal, dass sich auch Oligopole an europäisches Recht halten. Und zwar in Menschenrechten, in der informationellen Selbstbestimmung, im Ausland, völlig wurscht. Ja, ich kann nur sagen, in den Forderungen findet sich auch der Satz, dass das Umsetzungsdefizit des Datenschutzrechts endlich behoben werden soll. Also es geht vielleicht zumindest in diesem Schritt, kann man da in die Forderung auch Diamanten. Aber sag mal, hat schon recht, es versteckt sich ziemlich. Also das kann, ja. Okay. Also ich meine, Transparenz muss man ja immer mit was verbinden. Ja, warum soll man Transparenz sein in Bezug auf was? Ja, und was soll diese Transparenz dann auslösen? Und die Transparenz soll er ihnen deutlich machen, ist da ein Verstoß gegen irgendwas oder nicht? Und das ist halt wichtig, ne, dass eben da auch die Durchsetzung der Rechte und die Durchsetzung der Regeln irgendwie gemacht wird. Also das, ich glaube, Transparenz ist immer nur ein Teil eines Instrumentariums und da muss eben auch das Aufdecken der Verstöße halt eben dabei sein und das Vorgehen gegen die Verstöße. Also Und die Transparenz muss halt eben auch so explizit sein, dass eben man sich da auch nicht rausmogeln kann eigentlich. Also das ist halt irgendwie das, die Herausforderung. Mhm. Ja. Also nur wenn wir diesen Schritt gehen wollen von der Transparenz zur Durchsetzung, dann brauchen wir halt auch Kriterien, das bewerten zu können, was uns vorgelegt wird. Und da hapert es an vielen Stellen an einer einheitlichen Auffassung, auch bei einer Durchsetzung des Datenschutzrechts. Die wird aber auch noch gefördert dadurch, und das muss man so offen sagen, dass die Durchsetzung schlichtweg auch politisch nicht gewollt ist in vielerlei Hinsicht. Also, ja, gibt es noch weitere Fragen? Also ich hab so wahrgenommen durch die ganze Arbeit, auch sowohl sozusagen akademischer Natur mit Nachhaltigkeit und Digitalisierungsverschränkungen, als auch wirklich ganz konkret auf dem Boden sozusagen der aktivistischen Arbeit, dass oftmals die Datenschutz- und Menschenrechtsfreundlichen
Technologien eigentlich auch die sind, die einen geringeren Fußabdruck haben. Ökologisch sozusagen sowohl vom Energieverbrauch als auch Ressourcenverbrauch. Zum Beispiel bei so globalen Messengern, wie viele Rechenzentren da natürlich im Hintergrund hängen und so weiter. Andererseits gibt es natürlich auch Studien, die zeigen, dass je zentralisierter ich jetzt so eine Berechnung mache, umso besser kann ich Abwärme nutzen, umso besser kann ich so. Habt ihr dazu eine Position in dieser, wir wollen Sachen dezentralisieren, um sozusagen diese Verhinderung von Machtzentren zu betreiben und aber andersrum aus ökologischen Gründen spricht es ja auch manchmal dafür, so Sachen so ein bisschen zentraler zu halten, um dann Thin-Clients und alles in den Rechenzentren zu machen, da haben wir ja doch irgendwie so ein Trade-off oder so, oder habt ihr da vielleicht eine Position dazu? Oder vielleicht aus Datenschutzschicht? Könnt ihr mal kurz was dazu sagen? Ich würde immer sagen, dass die Regulierung, die muss zentral erfolgen. Also die muss für alle gleich sein. Das betrifft die Standards vor allem. Und die Ausführung dann aber, die sollte regional erfolgen. Und auch ein regionales Rechenzentrum kann natürlich Abwärme nutzen. Und wenn ich verbindliche Standards habe, die offen sind, dann sollte das eigentlich auch mit der Sicherheit klappen. Denn das ist ja so das Standardargument, dass es heißt, kleine Rechenzentren bieten mir nicht die Sicherheit. Also ich denke, da muss man einen Mittelweg gehen. Natürlich wird es auch einige Anwendungen geben, die man größer denken muss, denn wir müssen die Welt im Blick haben und wir können auch nicht nur auf Deutschland beschränkt denken, gerade was den Ressourcenverbrauch angeht. Aber letztendlich, glaube ich, profitieren wir alle stärker davon, wenn wir versuchen, die Dinge abgeschichtet und dann aber doch möglichst regional auszuführen. Ja. Das würde ja auch für eine andere Art von Transparenz sorgen. Wenn ich also weiß, sozusagen, wo meine Daten zum Beispiel sind, ja, oder also. Wir machen das manchmal als eine Art Aufklärungsarbeit, dass wir mal zeigen, du hast jetzt hier einen Turnschuh und jetzt gucken wir mal, wo herkommt, ja, also wo die Schnürsenkel herkommen und das Plastik und das Leder und was auch nicht und wer das dann wo verarbeitet hat, also wie sozusagen der Turnschuh eigentlich die ganze Welt umspannt, wenn er hergestellt wird. Und das Ähnliche ist ja, kann man bei den Daten ja auch machen, dass man sagt, du hast jetzt hier es gibt ja dieses Unding, dass Leute immer Sprachnachrichten dann sich schicken, ja, und dann kann man mal zeigen, okay, deine Sprachnachricht, die kommt jetzt nicht nur von dem Handy zu dem Handy und manchmal liest man nur 2 Kilometer auseinander, sondern die geht einfach um die Welt eigentlich, ja, und die wird ganz woanders gespeichert, als wo du das denkst, so, ne? Und wenn man sozusagen das eher vor Ort und dezentral hat, dann wird das ja auch sozusagen nochmal stärker verräumlicht und dann weiß man auch, also dann hat man eher so die, kriegt man vielleicht eher eine Idee davon, dass das eigentlich, also wie das eigentlich läuft, ja, wie Datennetz läuft. Das ist ja nichts Unsichtbares, das ist ja auch was Taktiles, was Sichtbares. Und ich meine, das könnte auch eine spannende Frage sein, wie das eigentlich auch dadurch verbessert wird. Also. So quasi, wie war das, die Cloud hängt am Tiefseekabel oder so? So ein bisschen in die Richtung. Ich tue mich damit sehr schwer. Also gerade jetzt auch mit dem Autobeispiel, aber auch mit einer konkreten Forderung, die in diesen Forderungen drin steht, nämlich, dass die Datenströme reduziert gehörten, die ich absolut opponiere. Wenn nach mir gegangen wäre, hätte die nicht da drin gestanden. Also ich will jetzt mal mich an dem Beispiel kurz hochziehen. Also ich meine, es gibt Menschen, die können nicht tippen oder die können nicht schreiben. Ja, also ich meine, die können Sprache nicht benutzen. Die brauchen so eine Audionachrichten. Also ich finde, da hängt immer viel, viel andere dran, zum Beispiel Barrierefreiheit oder eben auch Kleinkinder, ja, oder Menschen, die eben Legastheniker sind oder aus anderen Gründen nicht richtig schreiben können, also oder Analphabeten. Ich finde es immer so schwierig, wenn man sich mit so einem kleinen Beispiel nimmt, was mir fehlt in der Forschung. Sind so weit, was in anderen Industriebranchen total üblich geworden ist in den letzten 10 Jahren, nämlich, dass man mal eine Übersicht bekommt, wo sind denn eigentlich die dicken, fetten Verbraucher, wo kann ich denn, wie ich zum Beispiel im Energiemarkt kann oder so, ist jetzt gerade nicht so hip, aber ja, man kann mir ja meinen Energieanbieter zum Beispiel nach so Kriterien suchen, das gibt es in der Datenwirtschaft wenig. Also, dass ich zum Beispiel einen Überblick bekäme, wo sind denn eigentlich die fetten Energiefresser? Und das meine ich ziemlich holistisch, ja, wenn man sich mal überlegt, was man alles benutzt, ja, und auch wenn man die Hardware mit einbezieht. Sowas hätte ich gerne mal, sonst kommen wir wieder in so eine Klein-Klein-Debatte. Und so verstehe ich leider auch diese Forderung, die ich hiermit nochmal offiziell ablehne, dass man Datenströme reduzieren muss. Weil das wirklich aus anderen Gründen für absolut gut. Ja, sondern
Ich finde, da müssen wir auf das gucken, was wirklich schädlich ist. Da kommt man auch sehr leicht natürlich zu Rohstoffen und so. Aber da finde ich, ist noch keine gute Überblicksforschung. Immer mal wieder ist mir in den letzten Jahren echt interessant begegnet, meistens aus der akademischen Forschung. Aha, ja, die so ein bisschen auch augenöffnet sind auf, und die man anwenden kann auf die eigenen konkreten Gewohnheiten und die natürlich auch für Unternehmen interessant sind, die natürlich dann andere Skaleneffekte haben und so. Da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Ich glaube aber, da sind wir noch am Anfang. Bei der letzten Bits und Bäume gab es sehr wenig dazu und ich habe jetzt im Programm auch relativ wenig dazu gesehen. Das ist so ein bisschen, was ich mir wünschen würde. Nicht nur für die individuelle Verhaltensänderung, die man vielleicht möchte. Ja. Es gibt ja einfach viele Menschen, die wollen sich nachhaltig und ökologisch sinnvoll und datenschutzfreundlich und so verhalten, sondern eher für die politischen Stellschrauben bei der Regulierung. Also im Hardware-Bereich gibt es da, glaube ich, mehr als bei Software, so mein Einblick. Aber das ist eine offene Frage, finde ich. Wie viele von diesen Texten, also diesen Sprachnachrichten sind von Menschen, die sozusagen das, also die keine andere Möglichkeit haben? So, ne? Also mein Vater hat gerade Schlaganfall, der kann nur sprechen. Aber also die meisten verschicken diese Nachrichten, also oder viele, also das wäre meine Hypothese, muss ich noch belegen, verschicken diese Nachrichten, obwohl sie das gar nicht brauchen, ja, obwohl sie es diktieren könnten oder eben auch mal schreiben könnten oder vielleicht die Nachricht gar nicht schicken müssen. So, das könnte man, und also die Frage ist wirklich, wie viele Daten verbraucht man da eigentlich? Und mein Beispiel habe ich eher darauf bezogen, nicht, ob das nötig ist oder nicht, sondern eher darauf, dass den Menschen gar nicht klar ist, dass sie damit ja eigentlich auch viel, ziemlich viel von sich selber preisgeben, ihre Stimme, ja, also sie erzählen von sich und sie wissen gar nicht, wo das eigentlich rumwandert, ja, also dass das sozusagen ganz woanders gespeichert wird, als sie das selber denken. Also es ging eher um die Transparenz der Wege. So. Und es ist natürlich auch viel leichter, so ein Handy auseinanderzubauen oder so ein Laptop und sich anzugucken, was sind da für Sachen drin, wie so ein Turnschuh. Aber so einen Internetservice auseinandernehmen ist halt sehr, sehr schwierig. Wir haben es ja gestern im Auftakt, wobei interessant, wir haben es ja gestern im Auftakt auch gehört, wo, glaube ich, die eine Antwort war nach den Stromverbräuchen und so weiter, auch der öffentlichen Rechenzentren, wo dann klar war, bei den meisten wissen wir es einfach gar nicht. Also diese Zahlen werden nicht erhoben und der erste Schritt wäre dann natürlich zu sagen, bevor wir irgendwie agieren, brauchen wir erstmal Daten und dann muss das, ja, genau, Informationen. Aber das ist tatsächlich auch ja sehr interessant. Das klang jetzt, ich habe das so ein bisschen so mitgenommen, auch man muss ja nicht alles direkt auf dem eigenen Gerät laufen lassen und auch nicht im anderen Extrem alles nur auf globalen sozusagen Rechenzentren von global agierenden Konzernen. Es gibt ja auch Zwischenlösungen, regionale Rechenzentren und so weiter. Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich weiß nicht, Christina, ob du da nur was sagen willst dazu oder würde ich mir wünschen. Regional hieße ja auch, dass sozusagen auf die das, was da passiert, auch die menschenrechtlichen Konsequenzen und auch die ökologischen Konsequenzen, man hat ja natürlich einen ganz anderen Zugriff. Also auf ein Rechenzentrum, was in den USA oder sonst wo steht, da kann ich eine Anfrage stellen. Ein Rechenzentrum in Rheinland-Pfalz, da kann ich direkt hingehen und sozusagen direkt politisch einwirken. Spielt das auch eine Rolle in dieser Sichtweise, dass man sagt, diese Systeme so ein bisschen runter zu skalieren, sorgt auch für eine menschenrechtliche Kontrollierbarkeit und in dem Sinne natürlich auch eine ökologische Kontrollierbarkeit. Was dann rauskommt, ist ja vielleicht was anderes. Aber wäre das eine Richtung, in der auch gedacht wird? Ich denke, das kann man gar nicht so einfach beantworten, weil auf der einen Seite gibt es natürlich diesen Aspekt, den du gerade benannt hast, aber andererseits, ne, je regionaler man alles denkt, also sei es wirklich diese physische Verfügbarkeit bis hin zu Regulierung, wir müssen immer auf dieser globalen Skala denken und was in Deutschland funktioniert, funktioniert möglicherweise nicht in Vietnam. Ne? Und wir sehen es auch jetzt gerade wieder im Iran, wie du auch schon erwähnt hast, ne? Da wird das Internet einfach ausgeschaltet. Oder auch, um auf diese rechtliche Ebene zu gucken, das NetzDG, weil auch so etwas, was ja Auswirkungen weit über Deutschland hinaus hatte. Und ich habe ja auch gerade Vietnam genannt. Das war eines der ersten Länder, das aufgesprungen ist auf diesen Zug und gesagt hat, ja genau, das sind diese schädlichen Inhalte quasi. Das ist Hassrede, was auch immer. Und das können wir dann legitimerweise von diesen Netzwerken verlangen, dass sie das löschen. Deutschland hat es ja auch gemacht. Also jetzt mal so ein bisschen übertrieben oder zugespitzt gesagt. Deswegen glaube ich, man kann das gar nicht so pauschal beantworten. Aber man muss sich auf jeden Fall immer dessen bewusst sein, dass das wirklich Auswirkungen über die eigenen Verhältnisse hinaus hat oder dass die gleiche Sache einfach andere Auswirkungen woanders haben kann. Okay, haben wir denn hier noch
Beiträge, Fragen? Ich sehe da eine Frage. Hi. Wir haben jetzt allen großen Playern hier, glaube ich, einmal die Bühne gegeben. Ich glaube, Apple wurde noch nicht genannt. Mache ich jetzt hier. Ich wollte mal einmal kurz fragen, was wären denn Good Practices oder Best Practices so auch bei euch aus den Organisationen, in denen ihr arbeitet, vielleicht auch in Richtung CCC, wo ja viel Kritik auch an den großen Messengern herkam. Wie handelt ihr zum Beispiel, wie organisiert ihr den Kongress? Oder wie machen das auch irgendwie Gruppen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Der Kulturkosmos fällt mir zum Beispiel ein. Wo haben die ihre Daten liegen? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen, also dass man irgendwie so ein gutes Beispiel auch mal nennt. Das ist natürlich eine komplexe Frage, auf die ich jetzt nur teilweise eingehen kann. Ich werde nichts zum aktuellen Kongress im Dezember sagen können. Aber es gibt tatsächlich auch innerhalb des CCC gar nicht mal so lange, ich würde sagen, ich rechne immer so vor der Pandemie, nach der Pandemie, also ungefähr so 5 Jahre, würde ich sagen, eine ganz konkrete auch Nachhaltigkeitsbewegung. Das fing mal an mit dem Camp. Wir haben immer ein riesengroßes Sommercamp, so alle 4 Jahre, wo beim letzten Camp das erste Mal wirklich auch strukturiert darüber nachgedacht wurde, wie man anders vor allen Dingen mit Energie umgeht, wie man überhaupt nachhaltiger denken kann. Das war relativ spät, muss ich sagen, weil ich etwa, wenn ich an einige große alternative Festivals oder so denke, die waren da deutlich früher. Also die haben, ich denke mal zum Beispiel Roskilde oder so in Dänemark, ein riesengroßes Musikfestival, die schon vor 15 Jahren über Nachhaltigkeit oder so nachgedacht haben. Nicht unbedingt im Energiebereich, aber generell, die haben es schon längst umgesetzt gehabt. Ich glaube, da waren wir beim CCC in diesen konkreten Nachhaltigkeitsfragen relativ spät. Und auch das ein bisschen strukturierter zu machen, in dem Sinne, dass es auch Gruppen gibt, die das so machen. Für uns, also ich kann sagen, dass mein Eindruck ist, dass die letzte Bits und Bäume-Konferenz vor 4 Jahren ziemlich viel in Bewegung gebracht hat. Man hat sich mal kennengelernt, da gab es manchmal auch so ein, also bei Hackern gab es ja auch mal so ein bisschen, ist halt eine ambivalente Community, will auch nicht jeder mit zu tun haben. Da gab es eine gewisse Annäherung, aber auch, glaube ich, einfach ein Interesse, ein wechselseitiges. Das fand ich ziemlich stimulierend. Aber wie bei allen sozialen Bewegungen und den CCC würde ich dazu zählen, ist natürlich die Pandemie ein großes Loch. Ja, wir haben 2 Kongresse nicht gehabt und ich glaube, gerade in dieser Nachhaltigkeitsfrage hat auch ein gewisses Loch gerissen. Also wie das bei anderen Bewegungen auch so ist. Mein Eindruck ist, dass ziemlich viel runtergefahren wurde. Ja, klar, wir haben die Online-Mittel und wir nutzen die auch schon vor der Pandemie. Aber ich denke, dass es die physischen, auch die regionalen physischen Veranstaltungen nicht gab. Das hat schon auch sehr dazu beigetragen, dass vieles nicht fortgesetzt wurde. Und ich hoffe, wer weiß, wie lange diese Pandemie noch gehen wird. Man weiß es nicht. Also ich hoffe, dass wir zumindest in diesen Fragen der Vernetzung und auch des Einsatzes von konkreten technischen Maßnahmen in dem Sinne der Nachhaltigkeit, dass das wieder an Fahrt aufnimmt. Das ist eigentlich meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob diese Konferenz das so triggern wird. Bin ich mir nicht sicher. Naja, selbstreferenziellerweise sind wir ja mittendrin und in dem Sinne liegt es ja auch ein bisschen an uns. Ich kann nur sagen, diese Konferenz wurde proudly organisiert mit Matrix Messenger, also auch quasi dezentral freie Software. Ja, ich weiß gar nicht. Sollten wir euch mal betonen, auch schon letztes Mal. Also die Bits und Bäume selbst hatte das Nachhaltigkeitskonzept natürlich sofort umgesetzt, schon vor 4 Jahren. Ja. Und wir haben natürlich auch irgendwie uns gänzlich ohne Tech-Konzerne organisiert und es funktioniert. Huhu. Das sollte man schon mal betonen. Das war aber auch eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht nicht unbedingt wegen der technischen Community. Ich muss mal noch ein iPhone in der Tasche. Ja, voll. Aber ich meine, das ist ja das Schöne, ne? Also das voneinander zu lernen in Bezug auf diese Praktiken, also wurde ja vorhin auch schon genannt irgendwie, dass die jüngeren Aktivisti in dem Nachhaltigkeitsbereich da anders unterwegs sind. Man kann es ja auch andersrum drehen, ne? Also ich würde auch sagen, dass die Aktivisti im eher digitalen Bereich, also gut, da gibt es jetzt kein Wildschwein oder so zu essen, aber so im ganzen Lebensstil natürlich kann man auch viel voneinander lernen. Weiß ich nicht, will ich niemandem zu nahe treten.
Wobei wild wäre noch, egal, andere Diskussion. Und da kann man natürlich voneinander lernen und deswegen sind wir ja hier, nicht weil das ein Problem schon fertig gelöst wäre, sondern um genau das zu erarbeiten und konstruktiv aufeinander einzuwirken. Und ich hoffe ja auch immer, dass in dem Forum und später, wenn die Musik dann angeht oder so, dass sich dann genau die Verbindungen, die vielleicht sonst in den Vorträgen unwahrscheinlich waren, dass die sich dann da ergeben und auf einmal, also das ist, glaube ich, auch ein Ansatz der Bits und Bäume. Wir landen gerade in Richtung Zielbahnhof, deswegen würde ich jetzt vielleicht noch mal eine kleine Runde von euch einleiten, wenn ihr noch mal zwei, drei Worte zu dem Thema sagen wollt oder Sätze, so ein bisschen abschließend, vielleicht was euch jetzt hier gar zu kurz gekommen ist oder was ihr vielleicht noch mal einfach den Leuten mitgeben wollt. So von wegen, ne, wenn man einen Punkt heute Abend noch denkt, das habe ich mitgenommen, weiß ich nicht, noch mal eine Runde machen, vielleicht, ich weiß nicht, Kirsten, wenn du anfangen magst. Ja. Überraschend, ich weiß. Ja, aber. Überraschend. ich weiß nicht, ich hatte mir gerade Gedanken gemacht über die eigene Nachhaltigkeit. Man soll sich ja immer zuerst an die eigene Nase fassen. Also ich glaube, unsere Behörde hat kein Nachhaltigkeitskonzept. Ich kenne es jedenfalls nicht. Wir können auch Datenschutzverstöße der Behörde selbst, also da gibt es keine Aufsicht. und ansonsten würde ich mir wünschen, dass auch die Datenschutzaufsicht selbst sich standardisiert. Wir haben da das Standarddatenschutzmodell. Ich würde mir wünschen, dass in der Zukunft wir danach verlässlich prüfen, weil dann sind auch unsere Prüfungen einmal nach außen hin verlässlich, aber sie sind auch überprüfbar. Man hat dann Benchmarks, man kann mit Kriterien dann messen, also was machen wir eigentlich im Datenschutz und wo soll die Reise eigentlich hingehen. Ich glaube, dann hätten wir unterm Strich mehr von dem, was wir hier so Transparenz genannt hatten. Mhm. Dankeschön. Vielleicht eine Sache, also ich fände es spannend, gerade bei so, sag ich mal, politischen Großbestrebungen, wie ich das jetzt im Kontext der Circular Economy Strategien sehe, dass man da vielleicht versucht, auf diese Entwicklung stärker einzuwirken, ja? Weil das nimmt eine Kurve, wo man denkt, das ist eigentlich, wird wieder von einer potenziellen Großlösung zu einer inkrementellen Veränderung, die eigentlich nichts verändert, und wie man da eigentlich diese Tendenzen, die es da gibt in Richtung Öffnung, in Richtung zugänglicher machen, in Richtung Dezentralisierung, wie man die vielleicht verstärkt. Ja, also eigentlich ist Circular Economy ja eine Idee, System resilienter zu machen und die Ressourcenverbräuche der Systeme so zu regulieren, dass sie eben nichts übernutzen und eben genug dalassen für die Zukunft. Also ein sehr nachhaltiges Konzept eigentlich von der Grundidee her. Aber es wird halt wieder so ein bisschen gekapert von großen Unternehmen, die darin jetzt sozusagen ihre Erweiterung der Wachstumsmöglichkeiten sehen, ja, neue Märkte entdecken, und genau da müsste man eigentlich einwirken und sagen, lasst uns das stärker als sozial-ökologische Transformation eben auch sehen und genau die guten Seiten da auch immens fördern, sodass nicht, dass die, sag ich mal, gekaperten oder gegreenwashten Seiten nicht am Endeffekt überwiegen. Also das wäre vielleicht nochmal spannend, da so eine konzentrierte Aktion zu machen oder so. Also ich verstehe absolut diesen Ansatz, man fängt bei sich selbst an, aber ich glaube, so in diesem Kontext brauchen wir, glaube ich, nicht offene Türen einzurennen. Mein Appell wäre vielleicht so das unmittelbare Umfeld. Also ich merke immer wieder, das ist schon ein gewisses Nischenthema und man könnte jetzt meinen, es ist vielleicht ein generationeller Spalt oder so, aber es ist nicht unbedingt der Fall. Also auch viele jüngere Menschen sagen ja, irgendwas mit digital, irgendwas mit Datenschutz, unsexy, interessiert mich nicht so sehr. Und überhaupt diese Gespräche zu haben und vielleicht auch eine gewisse Aufklärungsarbeit zu leisten, und sei es denn, man überredet einfach nur den einen WG-Chat vielleicht von WhatsApp wegzuziehen auf ein anderes Netzwerk, um peu à peu so ein Verständnis dafür zu schaffen, worum geht es eigentlich, warum sind das politische Fragen und was hat das mit mir zu tun? Ich glaube, das würde uns auch schon ein ganzes Stück voranbringen. Jetzt muss ich, bin ich, oh je. Okay, da muss ich natürlich den total anderen Ansatz fahren. Also klar. Man kann das irgendwie seinen Peers erklären und wie Amnesty das macht, irgendwie arbeiten, auch strukturell arbeiten. Aber wir sind jetzt hier auf der Bits und Bäume. Anders als vor 4 Jahren sind die politischen Akteure hier. Sie stellen sich uns. Das heißt, die Forderungen, die man hat, können wir jetzt hier an den Mann bringen. Wir sollten auch nicht allzu freundlich sein. Die können mit politischem Druck umgehen. Ich finde, wir sollten das nutzen.
Denn die Chance, wer weiß, wann die wiederkommt, wahrscheinlich erst in 4 Jahren oder so. Und die sind jetzt an der Regierung, die können die Weichen stellen. Und die Forderungen, die wir da in etwas länglichem Papier aufgeschrieben haben, ja, die sind ja sehr konkret letztlich. Die können wir hier und heute an den Mann bringen. Die sind noch heute und morgen hier. Und da wäre ich jetzt schwer dafür, weil gerne mal für politische... Naja, vielleicht noch eine letzte Sache, was ich mir wünschen würde, weil das so ein bisschen wünscht ihr, was Ende war. Ich habe den Eindruck, dass so Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen bei allen politischen Diskussionen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit mitdiskutiert werden. Und das finde ich irgendwie gut. Das hat sich vielleicht sogar nochmal verstärkt durch die Ampelregierung. Und das ist eine tolle Sache. Es ist ja nicht so, dass irgendwie die Dürre diesen Sommer nicht alle auch wirklich praktisch mitgekriegt haben. Ich wünschte mir, nach 15 Jahren Datenschutzaktivismus, dass das irgendwie auch in Fragen des Datenschutzes eine Selbstverständlichkeit wird und dass man nicht immer in diese blöde defensive Rechtfertigungsschleife reinrutscht, sondern dass beide und auch in der Kombination zusammen, wie selbstverständlich mitgedacht wird bei allen aktuellen politischen Projekten, das wäre mein Wunsch. So, kleiner wird's nicht. Wunderbar. Ich glaube, das war doch ein sehr gutes Abschlussstatement. Genau diese Kombination, wir wollen ja unsere Kräfte vereinen und deswegen tun wir das sowohl politisch durch die Forderungen, tragt sie in die Welt und vertretet sie energisch, als auch hier konkret auf der Konferenz. Und unser Selbstanspruch, wir haben das auch mal dargelegt, nachhaltige Konferenzorganisation, wenn ihr selber mal eine Bits und Bäume organisieren wollt, sehr gerne, wir unterstützen da auch sehr gerne und wir haben auch aufgeschrieben, wie wir das machen. Und deswegen bleibt es mir jetzt nur, was bleibt mir denn jetzt noch zu sagen? Ich wünsche noch einen weiteren schönen Abend und lasst uns alle revolutionär bleiben. Dankeschön. Danke, Rainer.